von kartinvestor.de. Was geht? Wie geht's? Was gibt's Neues? Heute wieder am Start in einem kleinen süßen Whatnot-Stream. Falls ihr die Plattform noch nicht kennt, Leute, hier kann man live Auktion starten. Und das heißt, wir können live die coolsten Sachen reinhauen. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Locana, One Piece, Dragon Ball, alles Mögliche am Start. Ey, Hashtag FreeJason ist am Start. Ich sehe schon ein paar legendäre Namen im Chat. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Gib mir bitte eine Minute, ich mache kurz den YouTube-Chat auf. So, einmal refreshen. So. Okay. Das sieht gut aus. Okay, jetzt läuft's, Leute. Ich müsste mal, boah, einfach dieser Chat ist so winzig. Also, meine Lieben, wie geht's euch? Heute gibt es Einzelkarten von Pokémons, ein paar Booster natürlich auch. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal einen ganz entspannten Stream. Der ist so angesetzt mit ungefähr, ich habe heute 2 Schubladen aufgeräumt von 200. Das alles habe ich dabei gefunden und da gehen wir heute rein. Einige Booster aus dem Laden, sogar LOB einfach dabei. Bisschen Dimension Force und natürlich einige Einzelkarten. Alles für heute reserviert und sind ein paar coole Sachen auf jeden Fall dabei. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit einem ganz süßen kleinen Booster Pack von verlorener Ursprung. Einfach mal als Start. Machen wir natürlich auch sofort auf und let's go, Baby. Ich habe heute nach langem Kämpfen, Leute, ich sag's euch, ich habe nach langen Kämpfen den Dagobert von Locana bekommen und zwar genau den ich wollte, nämlich den von der Koch 2. Ich wollte ihn unbedingt besitzen. So ein Booster kostet 6 Euro, Leute. Ich wollte unbedingt den vom Koch haben. Ich musste 3-4 Enchanteds abdrücken, aber hat sich gelohnt, weil nun besitze ich ihn endlich. So, die reichste Ente der Welt. Sneeko gönnt sich verlorener Ursprung. Hm? So, Baby. Sneeko, du kleiner flauschiger Kopf. Dann gucken wir mal rein, ob wir das Giratina pullen können. So, wir haben Vulcano, eine Eichel, eine Schnecke. Wollte gar nicht, aber hat ja keiner gönnen wollen. Was ist da los? Ich sag euch eine Sache. Ich habe ganz massive Probleme mit meinen Augen. Ich habe ganz dolle Angst. Ich habe natürlich keine Angst, aber ich fürchte, mein Augenlicht zu verlieren. Das ist sehr, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist unfassbar unangenehm, wenn man Probleme an den Augen hat. Ich ziehe sogar in Erwägung, will ich eigentlich nicht, aber ich ziehe es in Erwägung, zum Arzt zu gehen. Aber weiß ich nicht. Das ist ganz, ganz Bauchschmerzen in meinen Augen. Ich sag's euch. Ich wünsche, ich würde auch nichts sehen müssen, wenn ich in den Laden gehe. Ja, ich muss zum Arzt. 1 Euro für strahlende Sterne, Leute. Was? Was ist denn jetzt los? WTF? Hä? Leute, seid ihr am Pennen? Was geht jetzt ab? Machen wir auf, Battlestar, oder? 1 Euro war natürlich ultra wild. Was ist denn heute los? Ja, nicht wieder so wie. Oh. Nicht so wieder wie gestern, Leute. Macht mir jetzt hier keinen Bruch. 1 Euro war natürlich ultra legendär. Aber wir haben ja gerade erst gestartet. So, Baby. Wäre halt cool, wenn wir jetzt Glurak gezogen hätten, wäre legit gewesen. 1 Euro für so einen Booster nimmt man mit, würde ich sagen, ne? So. Ach, ich habe meine Frau vergessen. Die wollte doch was von mir. Scheiße. So. Ich muss mal ganz kurz Brille putzen. So. Ich muss ganz kurz einmal putzen. Also heute habe ich den Tag genutzt, um aufzuräumen. War krass. Habe ich nicht oft Zeit für. Aber heute war heftig. Ich habe. Ist das ein Kratzer auf meiner Brille? Nee, oder? Was ist das? Boah. Das kann doch kein Kratzer sein, Leute. Das ist ja ein Monsterkratzer. Ich dachte, das ist Dreck. Kann nicht sein. Boah, was ist das? Das ist ultra heftig. WTF.
So, dann könnt ihr mir jetzt einmal zuschauen, wie ich mir die Brille mit einem dreckigen Tuch putze. Ich bin auch Brillenträger und ich habe halt auch Scheiße, dass meine Augen immer schlecht. Nee, ich habe das Problem. Kennt ihr das, wenn ihr beim Augenarzt Pupillen erweiterte Tropfen bekommt? Dann ist man so ultra lichtempfindlich und so weiter. Und dann ist wirklich kleinster Sonnenstrahl, man stirbt. Und ich habe das die ganze Zeit so, als wenn ich habe diese Tropfen. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir hält jemand eine Taschenlampe in mein Gesicht. Und das ist halt ultra krass. Also wenn ich einmal meine Augen für mehr als 3 Sekunden zumache, dann kriege ich die in einer Minute nicht mehr auf. Und wenn ich die aufmache, die verdrehen sich einfach und so. Das ist geisteskrank. Also ich glaube, ich muss wirklich zum Arzt, sag's euch. So, dann gehen wir jetzt mal rein in die süßen, boah, so alles excellent. Wir gehen rein in die süßen kleinen Einzelkarten. Wir starten mit so einem Shiny-Hund. Ballern wir mal die Einzelkarten los. Let's go. Also Booster für 1 Euro war natürlich ultimativ Legendenstatus einfach, muss man wirklich sagen. So. Warte mal kurz. Es liegt vielleicht. Und. So, warte mal ganz kurz. Woran könnte. Ich glaube, es liegt daran. Ich versuche das mal ganz kurz zu ändern. Kann ich das irgendwie bearbeiten? Edit Show. So. Vielleicht liegt es daran. So. Wir machen jetzt mal ganz schnell Sneeko zum Mod. Sneeko Giveaways machen wir zwischendurch. Aber ich mache nicht die ganze Zeit durchgehend Giveaway an, weil es ultra nervig ist und einfach keinen Sinn hat. Ich mache jetzt mal ein Giveaway an, dann könnt ihr gerne rein. So, Battlestar hat sich den gegönnt für 1 Euro. Ich mache noch kurz die Kiste bereit. So, dann gucken wir mal, wo wir alles reingehen können. Wir haben Hefe auf Deutsch. Die Karten sind immer niemand, es sei denn, ich sag was anderes. Uisen habe ich eben im Chat gesehen, aber ich glaube, der ist schon wieder offline. So, Baby. Sneeko, hast du mal angerufen, was Führerschein jetzt kostet? Battlestar gönnt sich den auch den für 1 Euro. Ist okay. Dann haben wir Mimigma aus strahlende Sterne. Boah, meine Augen einfach. Jo, der wollte doch auch noch ein. Ja, der, ich habe aber eben eine Nachricht gesehen von dem. So, das ist die Nummer 3. Ja, aber Führerschein ist wichtig, ne? Ob er teuer ist oder nicht, den muss man nur einmal bezahlen, dann ist das Ding erledigt, ne? Battlestar möchte jede Karte für 1 Euro besitzen. Let's go. Oh, ich habe was ganz Cooles. Okay, das geht ab. Das hier ist Call of Legends oder so ähnlich. Teures Set. Die sind Kamen oder Ankamen. Alle 3 Starter. Let's go rein. Ich sag dir ehrlich, ich kann den Chat kaum lesen, ey. Das ist ganz cool. Call of Legends ist ultra teuer. Ich weiß nicht genau wie viel, aber es ist richtig, richtig teuer. Also ich sage euch ehrlich, ich werde nicht länger als 3 Stunden streamen. Ich kann nicht. Das ist unrealistisch. Ey, Free Jason, was geht ab? Boah. Das ist wild. Also wow. Wow. Boah, einfach Jason. Hab mir die Karten von Star Wars angesehen. Total hässlich. Hatten die keinen Bock. Das war Low Budget tatsächlich. Einfach Low Budget. So, dann haben wir das schöne Lavados. Let's go. Ja, Leute, was geht ab? Erzählt mir mal ein bisschen was. Haut mal ein bisschen was raus. Was gibt's Neues? Was gab's denn heute im Laden? Also ich habe krass aufgeräumt, schön Schubladen geballert. Und ich habe ein paar coole Sachen gefunden. Ich habe so von Schwarz und Weiß die ersten Tinboxen, die es gab, mit den Starter-Pokémon von der 5. Generation. Ich habe diese Minifiguren gefunden, die in den Tinboxen waren. Das war ein bisschen cool. Leider wurden wir ausgelassen bei der Sneak, wir wurden nicht beliefert. Leider sehr, sehr schade. Legendär, Jason. Ich meine, es sieht aber total anders aus als jetzt. Also ich werde
bald, es dauert noch ein bisschen, aber bald starten wir wieder komplett mit YouTube und dann wird's wild. Dann machen wir wieder wirklich 2-3 Mal die Woche Videos. Jetzt haben wir eine coolere Karte. Sterndu und so ein Fisch, aber Sterndu ist geisteskrank. Sterndu, legendäres Pokémon. Richtig, richtig cool. Ist das nah genug von der Kamera oder soll ich näher dran gehen? So, Baby, etwas näher. So, Baby. 3 Euro für Ansko. Oh, shit, der ist wieder am Start. Hashtag Plusmensch. So. Das mächtige Arktos. Dann haben wir alle 3 Vögel einmal durch. Was habe ich denn heute noch gefunden? Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, aber ich habe ein bisschen Karten sortiert. Und ich habe eine Yu-Gi-Oh! Vintage-Sammlung angekauft. Mittwoch wird es einen legendären Stream geben. Mittwoch machen wir ich weiß nicht genau, um 8 oder 8:30 machen wir einen Yu-Gi-Oh!-Stream. Nur Yu-Gi-Oh! Einzelkarten, Booster, alles Mögliche, auch Lots und Sammlungen. Also ich werde dann so kleine Stapel machen und dann so wie damals im Fiebertraum-Stream. Ariados Baby aus Brilliant Stars, auch coole Karte, schöne Spinne. Und also nur Yu-Gi-Oh! An dem Abend. Vielleicht machen wir, hast du noch Chrome-Karten? Was ist das genau, Chrome-Karten? Yu-Gi-Oh!-Stream am Mittwochabend. Und wie gesagt, einmal nur Yu-Gi. Kann sein, dass wir von 5 bis 7 alles machen. Und dann abends von zu Hause aus machen wir dann, wie gesagt, nur Yu-Gi-Oh! Alles Mögliche. Von Tops habe ich noch Master-Sets in Mint. In Mint. Also wirklich Pack Fresh des Lichtes. Ganz, ganz guter. Also besserer Zustand kannst du nicht bekommen. Die kannst du graden lassen, da werden einige von 10 sein. Haben wir schon mal ein Master-Set reingemacht. Das ist weggegangen, ich glaube für 800 Euro oder so. Das war echt günstig. Ach, junge Fusseroller. Dann haben wir den legendären Hund mit Kerze auf dem Kopf. Ich glaube, der ist Graveyard oder so ähnlich auf Englisch. Ganz cooles Pokémon. Finde ich ehrlich gesagt sogar cool. So. Du kannst rechnen, eine Topskarte kostet zwischen 5 und 10 Euro. In Holo halt. Will keiner den Hund haben? Tot. Geh schon mal weg. Scheiß auf den Hund. So, dann haben wir... Das ist Quatsch. Oha, wie viel ich davon habe. WTF. Das ist auch Quatsch. Dann haben wir ein wunderschönes Aquana auf Deutsch aus Call of Legends. Ich glaube, das ist das teuerste Hard Gold Soul Silver Set tatsächlich. Ruf der Legenden. Sehr nice Karte. Also Mittwochabend, wie gesagt, Yu-Gi-Oh! Und dann streamen wir von 8:30, 9 bis Mitternacht durch. Und um Mitternacht machen wir dann 1-2 Cases vom neuen Yu-Gi-Oh!-Set auf. Und so wie ich gehört habe, wird das neue Yu-Gi-Oh!-Set ultra gut. Also richtig, richtig gut. Kaiba-Koffer immer noch nicht angekommen, nee. So, dann haben wir das gleiche nochmal mit einem wunderschönen Blitzer. Ich gucke ganz selten bei Instagram rein. Was wolltest du denn, Mokvelias World? Was ist da los? Ja, das neue Set, boah, ich wollte gerade sagen, Leute, 2 Euro ist hier nicht wert. Kann ich dir nicht sagen. Also bei Instagram antworte ich fast nie, ich gucke mir da nur Memes an. Das ist meistens so Mitternacht oder so, bin ich dann auf Instagram und gucke kurz ein paar lustige Sachen. So. Dann haben wir, machen wir mal ein kleines Lot, ganz viele Holo-Energiekarten. Alle auf einmal als kleines Lot. Let's go. Alle auf einmal. Das ist Nummer 3. So. Glückwunsch, Mr. Maurice. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier Schönes haben. Boah, der sieht ja ganz cool aus. Den habe ich noch nie gesehen. Der ist crazy.
Da ist Hopfspross oder wie der heißt, Wablu, dieser neue Vogel, Trassler. Da sind 20, da ist dieser Wuffels. Da sind einfach 20 Pokémon drauf. Das ist eine geisteskranke Karte. Die ist ultra wild. Gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also ich staune immer noch, dass Brilliant Stars für 1 Euro weggegangen ist. Das war ganz wild. Also wenn das für 2 weggeht und so, so denke ich mir so, hä? Oder für 3, da ist schon Fragezeichen mal 1 Euro. Das heißt wirklich, nur einer hat mal draufgeklickt. Das ist crazy. Hallo Eros, was geht ab? Für ein 2er mitgenommen. Glückwunsch. Jetzt gucken wir mal hier rein. Das ist eine Rotom-Promo-Karte. Ich weiß nicht, in welcher Box die war. Aber Rotom, eins meiner Lieblings-Pokémon der 4. Generation. Sehr cooler Typ. Ist auf Deutsch. Will keiner den Bauchschmerz? Okay, dann packen wir den weg. Dann gibt es dazu... Oder tun wir, ich guck mal ganz kurz hier den Stapel durch. Boah. Der ist Legende. Hab ich noch nie gesehen. Impergator. Call of Legends. Ganz coole Karte. Guckt euch den an. Ist eine Rare aus Call of Legends. Aber er sieht wirklich legendär aus. Ganz starker Typ. Also Impergator ist schon sehr nice. War mein erstes Pokémon, also Kanimani. Gehen wir noch ein bisschen näher dran, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz einmal hier das reinschreiben. 15, Quatsch. Moment, sorry Leute. Und mitmachen. So, sorry Leute, ich habe das Geschäftstelefon hier. Karte Investor, wäre guten Tag. Hä? Hallo? Ja, was kann ich für dich tun? Leider gar nicht. Tut mir leid. Jo, ciao. So, dann gucken wir mal rein. Was haben wir noch in dieser mächtigen Kiste? Ein wunderschönes Promo Pikachu. Let's go. Viva. Ich bin gerade am Stream, gerade keine Zeit. Tot, Jason. Einfach tot. Schönes Pikachu. Pikachu geht immer, weil er einfach Pikachu ist und einfach krass ist. 1 Euro ist ein bisschen Aua, wollte gerade sagen. Boah, meine Augen, ey, ich kann nicht mehr. Was habe ich denn gemacht? Ich verstehe das nicht. Das Wilde ist, die können auch gar nicht überreizt sein. Ich krieg schon wieder einen Kartinvestor, aber ja, guten Tag. Ja. Hier. Welches ist das? Dann musst du mir eine Sekunde Zeit geben, Mr. Manuel. Lass mich ganz kurz nachgucken. Ja, ja, man hat jetzt Zeit. Bin gerade im Stream, hab nicht so viel Zeit. Ich guck sofort. FS0. Weißt du, welches das ist? Ja, ja. Okay. Chill mal eine Sekunde. Sehr, sehr wild. Da muss ich drauf. Sorry, Leute, gib mir eine Sekunde Zeit. War das wild. So, ich hab's gefunden, das kostet 24,99. Okay, ciao. Alles klar. Ciao, ciao. So, Baby. Den habe ich noch nicht reingemacht, oder? Wir waren bei der Nummer 15. Ne, der war noch nicht drin. Dann gehen wir rein in Kyogre. Bestes Wasser-Pokémon. Ne, keine Allergie. Es kann keine Allergie sein. Brech Stream ab und geh zum Arzt. Augen sind wichtig. Ne, das ist Quatsch. Das ist Quatsch mit Soße. Ein Stream kann niemals abgebrochen werden. Ansko gönnt sich für ein 2er. Glückwunsch. So, Baby. Dann haben wir den guten Kingla V-Max des Windes. Starke V-Max. Hast du noch das neue OP-Starter-Deck im Laden? Also, bevor ich hochgegangen bin um 5 Uhr, waren noch 4 Stück da. Ansko gönnt sich das mächtige Kingla. Das sind Nummer 17. Für 1 Euro. Ganz wild. So. Dann haben wir Simsala, Evelyn Stamps, Abra und Kadabra. Ich hau die mal kurz rein. Alle 3 zusammen. Guck mal, der hat sogar ein Swirl.
einfach alle drei auf ganz süß und entspannt. Entzündung wohl. Nee. Ich habe mal eine Verletzung im Auge gehabt und seitdem sind meine Augen empfindlicher geworden. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so. Und die sind jetzt wirklich überempfindlich und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist wirklich tot. Also, die tun schon morgens weh, das ist so geisteskrank. Bestes und mächtigstes Gengar. Ich komme aber nicht drum rum, zum Arzt zu gehen. Mache ich mir nächstes Jahr mal einen Termin. Boah, das gibt's doch nicht, Leute. Es tut mir leid, sorry. Karte Investor, wäre auch guten Tag. Oh, Digga, was ist denn los? Ich bin am Stream und du weißt, dass ich im Stream bin, weil du im Chat schreibst. Bist du dumm? Digga, hau rein, du Lappen. Schreib im Chat. Mein Gott. Digga, Nudes im Chat, ruft mich an, der Hund. Hört auf damit. Macht euch das hier nicht zur Angewohnheit. Oh, so ein Lappen. Obsidianflammen. Otis, der Mächtigste. Oh, Leo ist im Channel. Geht ab, Leo-Kopf. Gottlos, dass er mich angerufen hat. Nummer 20. Arbeiten. Boah, 1 Euro für eine Full-Art-Trainer. Das ist wild. Dann gehen wir ein bisschen was Schöneres rein. Mew VMAX. Der sieht doch böse aus, oder? War mal, der hat mal 35 Euro gekostet, weil das mal so ein T0-Deck war oder T1. Aber das ist rausrotiert. Anisco gönnt sich für einen Dreier bis jetzt. Wann Star Wars? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Also gestern war das Team irgendwie ganz komisch. Fandet ihr nicht auch? Ich lege keine Starterdecks zurück, Nioz. Du bist der 400. Typ, der anruft, Junge. Der 400. gefühlt. Ich habe heute Morgen jede 2 Minuten Anrufe in dem scheiß One Piece da bekommen. Das ist so nervig. So, Baby. Das ist eine wilde Karte. Das sind alles Kleinigkeiten. Der sieht sehr cool aus. Shellterra EX Starter-Pokémon der 4. Generation. Let's go. So, Baby, die 22. Ah, dass du mich anrufst, war teuflisch. Wenn das jetzt so ein Trend wird, tot. Boah, Needleblätter hätte ich sehr gerne. Für 1 Euro. Let's go. Ich mal die ganzen X-Karten weg, die sind langweilig. So, wir haben nochmal ein mächtiges Gengarino. Gengarino Delfino. Gehen wir mal rein. Das Deck kostet einen Fuffi. Julian gönnt sich für 3 Euro. Guter Preis, denke ich mal. Das Deck ist unfassbar gut. Boah, das ist so krass. Wir haben ein deutsches Turtok aus 151. Let's go. Gucken wir mal. Oh, ich habe nicht gestartet. Gucken wir mal rein. Los geht's. So, das ist Nummer 24. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also das mit den Boostern wundert mich so. Strahlende Sterne, das ist im Laden, wirkt, es ist das ist interessant, dass online anders ist als im Laden, ist ja klar. Aber im Laden, wenn ich strahlende Sterne auspacke, ist das so, wie ihr habt das noch, WTF oder Lost Origin, war, kann nicht sein, gib her. Und online ist das so, keine Ahnung, so kein Bock, keiner hat irgendwie, das ist krass, sehr, sehr merkwürdig. So, dann gucken wir mal hier rein, wir haben den Hund und den dritten Hund. Alle drei Shiny-Hunde-Promokarten. Gehen wir mal rein. Let's go. Ja, 151 muss ich gucken, habe ich nicht so viel dabei. Bisschen was ist aber am Start. Maurice gönnt sich 3 Hunde. Also ich würde mal so sagen, 3-4 Euro sollte eigentlich realistisch sein für 3 Hunde. Ja, krasse Hunde. 1 Euro für 3 Köter. Boah, WTF. So, packen wir das mal in eine Tüte rein. So, Baby, Maurice. Ich finde das cool, dass Maurice immer am Start ist. Ich liebe das. So. Was haben wir denn hier? Oha, das ist krass. Wir haben aus dem Adventskalender
die Holiday Edition, Frigometri und Polaros. Sehr, sehr nice Typen. Balde mit altem... Guck mal, die haben das hier mit Galaxy voll gemacht. Das ist krass. Wieso machen die das nicht bei normalen Boostern? Ich verstehe das gar nicht. Die können es ja immer noch. Es ist ja nicht so, als wenn die das nicht können oder sowas. Wenn die das bei so einer Special Edition machen, warum nicht bei normalen Packs? Dann werden die Karten wenigstens normal. Ganz komisch. So. Dann haben wir Snom Nom und Damierplex Holiday Edition. Let's go. Snom Nom ist der beste und schönste, muss man ihm lassen. Snom Nom ist geistkrank. Ich glaube, Damierplex hat eine Entwicklung bekommen in den neuen Generationen, kann das sein? So ein großes Reh einfach. 27. Ich kann das nicht mehr, Leute. Karteninvestor, wäre auch guten Tag. Kann ich für dich tun? Also, wir können nicht warten, leider. Also, wenn du Glück hast, hat es noch nicht angefangen, aber wir können nicht warten. Das ist egal. Wenn du nicht da bist, dann bist du nicht drin. Also, ich bin auch gar nicht gerade im Laden. Ich bin gerade am Streamen. Deswegen, ich kann nicht Bescheid geben. Mhm. Tut mir leid. Ne? Leider nicht. Leider gar nicht. Tut mir leid. Also, beeil dich einfach, wenn du hast wahrscheinlich Glück und die haben noch nicht angefangen. Ne? Renn einfach um dein Leben. Alles klar, ciao. Also, seid mir nicht böse, Leute. Aber das Problem ist, wenn Leute zu spät kommen, wir wollen nicht mehr warten, allgemein. Also, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich habe die noch nie gesehen. Wisst ihr, wo die herkommen? Das muss doch irgendeine Special Box. Die habe ich zum ersten Mal jetzt ranbekommen. Woher waren die? Aus dem Koffer? Ah, okay. Sehen ein bisschen fancy aus. Gehen wir mal rein in alle drei. Alle drei Starter, Drittentwicklungen. Kannte ich nicht, aber sehen auf jeden Fall schon stark aus. Ich sag euch, dass mit dem zu spät kommen, die Leute kommen oft mit der Bahn, deswegen ist es normal, dass man zu spät kommt. Aber auch wenn nur 10 Leute da sind oder wenn 100 Leute da sind, man kann nicht auf einzelne Leute warten. Das geht einfach nicht mehr. Wir haben einmal gewartet und dann haben die Leute wirklich 10, 15 Minuten auf zwei Jungs gewartet. Und deswegen sind alle 10, 15 Minuten später nach Hause gekommen. Und da waren 30 Leute da. Jetzt überleg mal, 30 mal 10 Minuten, das sind 300 Minuten einfach geklaut von den Menschen, weil zwei Jungs zu spät kommen. Das kann man nicht machen. Das ist, ich kann ja nicht für alle Leute entscheiden, so ihr wartet jetzt mal 15 Minuten. Das ist, finde ich, ein bisschen unkorrekt. So, dann haben wir Wutpilz in Soholo. Rotom, ganz cool. Feiere ich persönlich sehr stark. Sehr, sehr coole Karte. Auch mit Galaxy voll. Und dann gehen wir noch in eine dritte Karte rein, würde ich sagen. Energiekapsel, auch in diesem super, hyper Galaxy voll des Windes. Ja, ich sag ja auch, ich kann ja nichts dafür, wenn jemand zu spät kommt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit der Bahn kommst und normalerweise bist du 20 Minuten vorher da und die macht 20 Minuten Faxen, die Bahn. Das passiert halt oft. Aber ist halt unkorrekt, wenn jetzt 1000 Leute... Oh, die wollte keiner haben. Ist wohl Schmutz, dann packen wir die wieder weg. Ich kann halt nicht alle Leute warten lassen. Da muss man auch verstehen. So, das hier ist nur Kleinscheiß. Da gehen wir gar nicht rein. So, das ist Quatsch mit Soße. So, da haben wir nochmal ein paar gute Karten, sehe ich gerade. Wir haben Pepperwoods, Altart, Fullart, Trainer. Die dürfte ein paar Euronen kosten. Karmesin und Purpur. Let's go. Ich habe die Sammlung heute gekauft. Also ich habe das so aus dem Ordner rausgeholt und direkt in die Whatnot-Kiste rein. Sind auch ein paar Altarts und so natürlich drin. Ich habe tatsächlich gar nichts rausgenommen. Das ist die komplette Sammlung von jemandem. Hier steckt die Kindheit von irgendjemandem drin. Ne, sind ja neue Karten. Aber ihr wisst, was ich meine. Gleich kommen die ganz vielen Bündels hier. So, Baby. Hier kommt Psyopatra EX. Und dazu ein Kamen Carpador. Auch sehr wichtig. Das sind die krassen Sammlungen. Aber der sieht schon wild aus, muss man sagen. Also dieses Shiny gefällt mir schon ganz gut. Aus dem neuen Set ist das. Man darf halt nicht vergessen, dass Carpador kommt halt auch böse, ne?
Kommt ganz krass, seid ehrlich, Leute. Das Carpador muss man haben. Ich lasse das jetzt in der Hülle. Ihr tut das dann so in den Ordner und dann irgendwann verkauft ihr eure Sammlungen. Dann holt ihr das raus und denkt, boah, Carpador, den haben wir gar nicht gerechnet. Wie krass. Kommt böse. Dann gehen wir rein in das teure Simsalawino Delfino. Und dazu gibt es natürlich noch ein mächtiges Vulcano in Kamen. Ganz krass. Aber zieht euch den hier rein. Ich weiß gerade gar nicht, wie Simsala nicht shiny aussieht. Hat er nicht auch lila an? Hä? Oder braun? Lol, ich weiß es gerade wirklich nicht. Tot. Der Profi-Investor einfach mal wieder. Bester Mann, Simsala einfach. So, 3 Euro für eine Full Art Shiny ist auch irgendwie Krampf. UH-FNIR-EX. Der Name, den Namen zu lesen, ist ein Krampf. Grün, lila. Ich weiß nicht, was das Pokémon darstellt, aber existiert auf jeden Fall. Und ist die Nummer 32. Mehr muss man dazu nicht sagen. Boah, danach kommt der Flausch. Jetzt kommt der Flausch, Leute. Let's go für einen Zweier. Guckt euch den Boss an. Also ich muss sagen, in Nicht-Shiny würde mir besser gefallen, weil er sieht einfach zu cool aus. Aber Felino und Morabel sind die besten Pokémon, ne? Besten Wasser-Pokémon. Diese Dinger sehen irgendwie ein bisschen eklig aus. Was ist das eigentlich? Sind das seine Ohren? Oder was soll das sein? Keine Ahnung, man sieht voll komisch aus. Aber ich liebe, dieser dumme Gesichtsausdruck ist so nice. Kann man feiern. Nummer 33. So, Baby. Achso, es läuft noch, sorry. Oh, Ansko. Dann haben wir einen schönen kleinen Vogel. Voltrell wahrscheinlich. Das macht mehr Sinn. So, Baby. Gucken wir mal rein. Ich will das neue Yu-Gi-Oh! Set öffnen. Nummer 34. Guter Vogel. Tauros. Sieht sehr cool aus in Shiny. Das ist schon sehr nice. Hallo Jod, was geht ab? Also Tauros ist schon mit die beste Shiny, würde ich sagen. Die halt wirklich eine coole, positive Veränderung hat. In Schwarz sieht schon sehr krass aus, wirklich. Sehr gut. Hast du Knattertox? Keine Ahnung, Mann, Jason. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, der dürfte eigentlich sehr teuer sein, bin ich mir ziemlich sicher. Das sind diese klassischen Shinies, wo die Farbe nur so ein bisschen abgeändert ist. Aber Taubsi ist natürlich Route 1. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Sammlung gekauft. Ich habe ganz kurz alles bei Market eingegeben, ausgerechnet und gekauft. Dann habe ich zum Mitarbeiter gesagt, hol alles aus dem Ordner raus. Er holt alles raus, legt mir das in die Kiste rein. Und dann haben wir gestreamt. Und das ist jetzt. Ansko gönnt sich. 10er sollte eigentlich drin sein, aber Ansko gönnt sich für 9, obwohl die ein 10er kostet. Gibt's zu, Ansko. 10,50 Euro. So, 36. 11 bis 12, sehr gut. Knattox, da hat den Jason gerade gefragt, glaube ich. Weiß auch nicht, was das ist. Das ist dieses Ulti, also weiß nicht genau, was das ist. Das soll eigentlich ein Auto sein, aber sind Steine. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ist dieser Hund eigentlich, aber das ist wohl die Entwicklung. 37. Also da weiß ich nicht genau, warum ihr den kauft, einfach nur fürs Master-Set oder warum. Eieieiei. Der ist wenigstens hier nice. Ein Eichhörnchen nimmt man immer mit. Schlaraffelkopf geht rein. Schönes Pokémon. Der sieht ehrlich gesagt genauso aus wie Nicht-Shiny. Der hat gar keinen Unterschied. Also ich würde jetzt nicht erkennen, dass der Shiny ist. Aber der ist wenigstens niedlich. Nehmen wir mit. Wir haben gestern so viel von Disneyland im Stream geredet. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich muss da hin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe richtig Bock. Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal richtig coole Sachen finden werde. Aber Voraussetzung ist, dass ich genug Geld habe. Weil ich werde dann mich mit Figuren eindecken. Boah. Ich werde richtig viele. Haben wir nochmal so einen schönen Hund hier? Ich werde richtig viele Figuren kaufen. Und das dann ganz stark bereuen. Aber wird ganz cool. Also Sneeko, nur dass du es weißt, wenn ich fahre, guck mal bitte nach, Sneeko, wann die Olympischen Spiele sind. Weil dann ist ganz tot. Dann kostet das Hotel das Zehnfache. Ich wollte fahren am
10. wollte ich da sein. Also entweder, ja doch, ich wollte am 9. nach Paris fahren und am 10. Dezember da sein. Nicht Juli, ich will im Dezember fahren, zur Weihnachtszeit. Ein wunderschönes Luxus. Ich fahre doch nicht im Sommer, wenn ich gutes Wetter da habe. Ich will erfrieren. Ich will Weihnachten da sehen, Junge. Das ist, im Sommer ist voll langweilig. Also es ist halt cool wegen gutem Wetter. Ach so. Okay, Nico, Verzeihung. Ich dachte, du bist dumm. Wusste nicht, dass du der schlauste Mensch der Welt bist. Unkorrekt. Großer Daniel gönnt sich. Bestes Pokémon. Beste. Jetzt kommt das allerbeste und stärkste. Es ist der, kennt ihr Walkwaits noch? Diese Sendung mit den Babys? Was war das eigentlich für eine Serie? Ich habe nur ganz komische Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Weiß nicht. Was ist das eigentlich gewesen? Ich kann mich noch an das Opening erinnern. Ich kann mich an keine Folge erinnern oder so. Was ist das für eine Serie gewesen mit Babys und so? Und die haben dann Abenteuer erlebt. Muss ich mir einmal geben gleich bei YouTube. Ich weiß es echt nicht. Ich würde das gerne mal kurz sehen. Angelika? Digga, was? Hört auf mit alten Serien. Ich krieg wieder Kopfschmerzen. Ich krieg Flashbacks. Res Ladero, der sieht auch cooler aus als normal, würde ich sagen. Ah, stimmt. Die mit den... Ich hatte die orangene Haare gehabt. Was war das mit den Babys? Aber typisch Andy war krass, muss ich echt sagen. Ich habe gesehen, wir haben Disney Plus und ich habe das noch nie benutzt. Und jetzt haben wir letztens so ein bisschen reingeguckt. Und ich habe gesehen, einfach, es gibt Gummibärenbande. Das ist geisteskrank. Ich habe das Opening gesehen, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe heute Morgen die erste Folge 30 Sekunden geguckt, bevor ich losgefahren bin zum Laden. Razzavs Entwicklung, lol, das ist eine dritte Entwicklung. Und es war so krass. Und dann habe ich gesehen, Kim Possible sowieso beste Serie. Hashtag Dreiecke. Und dann, was habe ich noch gesehen? Disneys große Pause. Wow, ich könnte weinen. Beste Serie. Ich habe die Serie geliebt. Boah, war das gut. So, Baby. Jetzt haben wir Sichlor. Ich glaube, der ist richtig teuer. Ich glaube, das ist einer der teuren Shinies. Ah, die gute Helga einfach. Legendär. Sichlor Stamps. Also, Sneeko, ich werde fahren, wenn alles glatt läuft, am 9. Dezember nach Paris. Da schlafen, 10. Dezember Disneyland, die kleine, die wird dann 2. Und dann einen Tag später wieder fahren. Kannst du mal gucken, was der 10. Dezember für ein Wochentag ist? Die 44, 7 Euro, let's go. Der ist nice. Auch, finde ich, besser als im Original. Blau ist einfach viel krasser als grün. Trassler einfach. Sieht sehr krass aus. Ein Dienstag, ja, ist doch gut. Das ist mega gut, weil ich hasse es, Samstage zu verpassen. Das heißt, Montag losfahren, Dienstag da sein, Mittwoch abends nach Hause. Finde ich gut. Guter Plan. Also das Problem ist, ich sage euch ehrlich, wenn ich die Figuren von der Steuer absetzen könnte, dann würde ich mich tot kaufen an diesen Figuren. Aber da ich man das nicht absetzen kann. Also Samstag ist sehr viel los immer, Sneeko. Ich würde sehr ungern übers Wochenende weg sein, weil es ist schon wichtig, dass ich samstags im Laden bin. Die Jungs kriegen das Samstag sehr schwer nur ohne mich hin. Kadabra ist auch teuer. Also Montag, Dienstags sind halt auch okay die Tage mittlerweile in Düsseldorf. In Gladbach ist da halt nichts los. Und in Gladbach ist Montag, Dienstag sogar zu. Das heißt, was ist denn das für ein Punkt? Habe ich noch nie gesehen. Sproxy. Sieht schon cool aus. Nehmen wir mit. Also wenn ich Montag, Dienstag weg bin, ist gar kein Problem, weil dann nehmen die Jungs aus Gladbach Düsseldorf und dann ist alles easy. Und Mittwoch ist halt auch nicht so schlimm, wenn ich dann praktisch einen Tag nur wirklich Ersatz brauche. Das ist also sehr, sehr entspannt für mich, dann optimal. Und wenn du dann wirklich da hingehst und dann gehen wir mal was zusammen essen oder so, wäre doch nice, würde ich feiern. Dann gehen wir rein in eine goldene Energie. In Disneyland gibt es ganz, ganz schlimme Exklusivfiguren, die es nur im Disneyland Paris gibt. Und ich muss sie alle besitzen. Ich brauche die ganz dringend. Und ich habe mir letztes Jahr ganz viele schon gekauft. Ganz teuer, ganz Bauchschmerzen. Aber es ist nice, sag's euch.
für einen Vierer. Ich glaube, das war ein Schnapper. Ich weiß nicht, was die kostet. Sieht aber sehr cool aus. Alleine als Token böse. Dann gehen wir rein in den Schüler. Ach, scheiß auf die Rainbows. Wir gehen rein in Rayquaza V-Max. Wunderschöne Karte. Gold, grün, schwarz. Also ich werde diesmal, werde ich halt die teuren Figuren, die ganz groß sind, ich glaube, ich werde die alle zweimal kaufen. Ich habe mir die teuren Figuren, die 200, 300 kosten, nur einmal gekauft. Ich glaube, ich werde die alle zweimal kaufen. Oder? Boah, ich weiß es nicht. Zweimal kaufen? Boah, schon nice. Also, ich habe diese schöne und das Beast-Figur gekauft. Ich kann mal gucken, ob ich ein Foto finde. Ich muss mal, soll ich mal gucken, ob ich ein Foto finde? Ich glaube, ich habe ein Foto. Warte kurz. Ich habe einmal eins jemandem geschickt. Habe ich eins? Habe ich eins? Habe ich eins? Nee. Ach, Scheißdreck. Guck mal, ich habe das hier gefunden. Das habe ich im Keller gefunden. Das ist das Dschungelbuch. Ne? Kennt man ja. Und das ist eine VHS und hinten steht ein Muster drauf. Und dann steht hier drauf Pressekassette. Meint ihr, das ist was wert? Ganz komisch, oder? Könnte was wert sein, habe ich mir gedacht. Bisschen cool. So, und zum Beispiel die Figur habe ich mir hier gekauft. Die ist so, die ist ganz groß und die ist wirklich wunderschön. Und wenn die halt verkauft, oder den hier, der ist auch sehr nice, guckt euch den an. Oder den hier. Muss man besitzen, sage ich euch, wie es ist. Viel zu nice. Oder auch die hier ist auch ultra Premium. Wartet. Guckt euch die schöne Ariel an. Die ist richtig groß. Die ist richtig, richtig groß. Muss man kaufen, ich sag's euch. Viel zu nice. So, das war die 49. Wir haben ein goldenes Koraidon aus Karmesin und Purpur. Let's go. Und ich hoffe darauf, einen ganz großen Dagobert zu finden. Das wäre geisteskrank, Leute. Ich habe überlegt, ich brauche eine Dagobert-Duck-Sammlung, weil das ist der coolste Charakter, den es jemals gab. Ich brauche eine lebensgroße Figur von Dagobert Duck. Das würde ich so fühlen, ihr wisst nicht. Das wäre so cool. So krass einfach, ich habe richtig Bock. Für einen Fünfer so eine große goldene Karte? Weiß ich nicht. 5 Euro nur? Wollte gerade schon sagen hier, was ist da los? Ey, Sneeko, kannst du mal gucken, den Unterschied, wenn du machst einen Tag Hotel, mach am besten wirklich mal dieses vom 10. auf 11. Dezember. Bei Disneyland Website, 10. auf 11. Dezember, was das Hotel kostet, das Disneyland Hotel, gegenüber Newport Bay, was der Preisunterschied ist. Das würde ich sehr gerne wissen, wäre mega interessant, wenn du das einmal rausfinden könntest. So, Baby, Zoroark Vista im mächtigen Gold. Ist auch eine Shiny, oder? Muss doch Shiny sein. Nee, das ist dieses Hisui, oder wie das heißt. Ich glaube, das ist keine Shiny. Zwei Personen, zwei Kinder. Das eine Kind ist 2, das andere Kind ist 6. So, Baby. 3 Euro für eine goldene Karte. Ansko, was ist die Wert? Hau raus. 3 Euro kann nicht sein, Digga. Was ist das? Was? Und dann ein 5er. Das ist wild für eine goldene. Das ist ganz crazy. Dann gehen wir rein in ein kleines, süßes Glurak. Glurak geht immer, würde ich sagen. Glurak geht immer, sage ich euch, wie es ist. Bisschen Glurak ballern muss sein. Das ist die Nummer 52. €4 für Glurak nehmen wir mit. Und dann haben wir nochmal ein Shiny Glurak. Fettes Promo-Kristall. Schwarz-rote Rubinflügel. Das Avengers Hotel oder das Bambi-Ding? Hä? Das eine heißt Disneyland Hotel. Also das Avengers auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das heißt wirklich Disney Hotel. Das ist das teuerste, glaube ich. Also Bambi, ich habe nichts von Bambi gesehen. Hä?
Also, wenn, also ich sag dir ehrlich, ich will unbedingt in das ganz teure einmal rein. Unbedingt. So, Baby. Dann haben wir einen Banger, Leute. Aufgepasst. Teure Karte. Glurak EX in Gold aus dem Booster raus. Let's go. Sehr, sehr cool. Boah. Und dann gehen wir mal zur Feier des Gluraks auch mal in Giveaway rein, auch süß. Let's go. 17 Euro, Glückwunsch. 54. Ich glaube, die hier war auch mies teuer. Das ist die Promo, aber das ist die teure Promo, Leute. Guckt nach, das ist die Nummer 56, die geht ein bisschen mehr. Sehr, sehr coole Karte. Das Marvel Hotel ist auch sehr gut, Nico, aber ich habe gehört, dass, also es ist sehr gut und das ist das zweitbeste Hotel. Aber mich interessiert Marvel halt gar nicht. Ich habe zwei Mädchen, ne? Also das ist halt Prinzessinnen, ne? Was interessiert die Marvel? Nummer 55. Sehr, sehr cooles Glurak auch. Wilder Blick. Euro für. 9 € für Santos-Cards, Leute. Ich weiß nicht, ob, wie viel die wert ist. Ich glaube, die ist aber auf jeden Fall so viel wert. Die ist auch stark. 180 Angriffspunkte, WTF. War tot. Dann gehen wir in die beste Promo, die sich sowieso am besten entwickeln wird. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber bitte guckt euch die Hände von Glumanda an. Guckt euch die Hände an, die sind an der Scheibe, weil er kommt da nicht raus. Er geiert einfach. Er ist der Allerschönste. Was hast du mir geschickt, Nico Kopf? Warte. Digga, was soll das heißen? Du musst doch draufgehen und das richtig buchen. Ja, Montag, also Wochenende ist immer ganz teuer, Sneeko. Es ist ganz schlau, wenn du nicht am Wochenende buchst. Das beste Glumanda, ich sag's euch, die Karte wird eh irgendwann gottlos teuer, weil die jeder haben will. Koraidon geht auch ein paar Euro. Und sieht natürlich auch nice aus, wenn man sich das mal ein bisschen betrachtet. In der Schlucht, ganz oben auf dem Felsen, am Chillen wie der König der Löwen. Dabei geh doch mal drauf, dann siehst du es doch trotzdem, Sneakwave. Stell dich doch nicht so an. Wunderschöne Karte. Feier ich auch. Habe ich das Miraidon auch? Ich glaube nicht. Oh, jetzt kommt die beste Altart, die es jemals gab. Pinguin mit Eiskopf, mit Feuerkronleuchter auf dem Kopf. Let's go. Guckt euch den an. Wunder, wunderschön. Ey, Winnie-Two, was geht ab, Junge? Die 58, ich liebe das. Ich weiß, der kostet nur 3, 4 €, aber. Wie kann es sein, dass eine Altart, die nicht mal garantiert in einem Display ist, 4 € kostet? Das ist so traurig. Ich check das gar nicht, ne? Ich kann es euch nicht, ich kann es nicht verstehen. Dann haben wir die andere beste Promo, die es jemals gab. Das süßeste Mimikma. One Piece können wir gleich auch machen. Es ist halt schon relativ schwer, eine Altart zu ziehen. Du musst zwei, drei Displays aufmachen, um eine Altart zu bekommen. Aber überleg mal, wie schlecht das ist. Also ich finde halt, selbst wenn es eine unbeliebte Altart wäre, wenigstens ein Zwanni. 1415 Euro für eine Nacht. Yes, I have one piece. Maybe later. Oh, der sieht cool aus. Mimikma EX, auch eine Promokarte. 1415 Euro. Ja. Das ist schon ordentlich, ehrlich gesagt. Da ist aber Frühstück inklusive. Krass. Heftig. Frühstück. Oder ist Frühstück nicht dabei? Frühstück ist nicht dabei. Laber nicht. Oha.
Frühstück ist nicht dabei, weil 1400 Euro pro Nacht. Was ist denn das? Nee, Disneyland. Hä? Nee, mit Tränen nicht, Fusseroller, mit Tränen nicht. So extrem nicht. Gala, was für ohne Frühstück, diese Gottlosen, was ist das? Was kostet denn Frühstück? Das muss man ja haben. Was für ohne Frühstück, das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber gemein. Ich mach mal, ach nee, läuft ja noch. Frühstück kostet extra, das ist gottlos. Also du musst ja noch rechnen, Benzin hin und zurück, eine Nacht vorher im Hotel. Das heißt, mit Essen und Trinken und alles, was du da machst, ohne dass du dir Sachen kaufst, bist du bei 2000 Euro für zwei Tage, für insgesamt drei Tage Urlaub. 2000 Euro, da kannst du echt in Urlaub fliegen, ne? Das ist krass. Ich fahre mit dem Tesla doch, aber es kostet ja trotzdem Strom halt, ne? Let's go, fettes Glurak aus Lost Origin. Kostet auch ein paar Euro, sieht auch mega flauschig aus. Er sieht so flauschig aus, ich will seinen Kopf anfassen. Boah. Boah, ich habe gestern, ich saß so auf der Couch und ich war halt relativ früh zu Hause. Ihr kennt mich ja, ich bin ja normalerweise bis 2 Uhr morgens im Laden, weil wir hier immer so lange streamen. Aber Donnerstag streame ich halt nur noch bis 10 oder halb 10. Und dann war ich halt so um 10 Uhr zu Hause, ich chill so auf der Couch, war duschen, bin da gechillt. Und einfach, die Hasen waren in ihrem kleinen Käfig und es hat mir so leid getan und ich habe die einfach im Wohnzimmer rausgelassen. Und irgendwann sind die dann zutraulich geworden, einfach auf die Couch gekommen und die haben dann so bei mir gechillt. Und irgendwann, der eine beißt mich einfach, aber so 10 Mal. Und diese Füße, die die haben, diese Pfoten oder wie man das nennt, die sind gottlos scharf. Ich habe das nicht erwartet. Der läuft über mich rüber, ich blute einfach tot. Also Frühstück doch dann lieber bei Michigan Subway im Park. Das ist Quatsch, Nico. Wenn schon, denn schon. Du musst das Frühstück nehmen. Aber jetzt guck doch mal bitte nach, Nico. Wir haben hier Cupidos V, sieht sehr cool aus, Lost Origin. Guck jetzt mal bitte nach, Nico, was das Newport Bay kostet, dieses Wasserhotel. 150 Euro für das Frühstück. Ja, aber fürs Baby musst du nicht Frühstück bezahlen. Das ist Quatsch. Hallo insane. Also das Baby muss nicht bezahlen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann sind es nur 120 Euro auf korrekt. Aber es ist schon wild für ein Kind, 30 Euro Frühstück zu bezahlen. Also die ist 2. Das heißt, das kostet nur 120 Euro. Das ist ein Schnapper für ein Frühstück. Weil ich meine, da gibt es Mickey Maus Waffeln. Was kostet das andere Hotel, Nico? Ich will jetzt nur mal den Unterschied wissen, was das Hotel mehr kostet. Regi Lecki V Full Art Baby. Let's go, schöner Elektrokopf. Boah, nice Karte, Nummer 64. Let's go. Ja, 2000 Euro ist einfach Monatslohn, ne? Für 3 Tage oder 2 Tage ist schon sehr ordentlich. Also die Karte, ohne Spaß, die ist so schön. Wunderschönes Arceus. Wie wirklich, es erinnert mich so an Platin-Edition. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich glaube, das ist dieser Comic-Stil. Aber die Karte ist wirklich 10 von 10 Artwork. 10 von 10. Sneeko, guck doch mal schneller nach. Ich will das jetzt wissen, Junge. Du machst so lange. Schlimmer als meine Frau, ich sag's dir. Let's go. Raikou aus Brilliant Stars, auch eine mächtige Karte. Gucken wir mal rein. Das Geile ist ja, das Frühstück ist überall gleich und kostet unterschiedlich viel. Ich glaube nicht, dass das Frühstück überall gleich ist, ehrlich gesagt. Also wenn du das ganz billige Hotel nimmst, das ist wirklich ultra asozial. Und bei dem ganz teuren Hotel zum Beispiel... Ah, okay, 975 kostet das Newport Bay. Auch ohne Frühstück. Das andere war 1415 minus 957. Das heißt 460 Euro Unterschied für eine Nacht im Hotel. Das ist ordentlich. Das ist viel. Ne? 460 Euro nur für ein besseres Zimmer. Aber ich sag dir ehrlich, Nico, ich will das einmal machen. Also es wäre halt Quatsch, wenn du da mehrere Tage bleibst, ist das Bullshit. Aber für einen Tag ist das auch sehr teuer.
Also sehr teuer, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, so 150 Euro Unterschied. Vulpix aus der Holiday Collection, Leute, aus dem Adventskalender. Der geht ein bisschen was. Eine der besten Karten aus dem Set. Ja, aber auf mehrere Tage ist Blödsinn, Nico. Es, also ich sag dir, wenn du schon mal da warst, reicht eine Übernachtung. Dann bist du zweimal da, dann hast du alles gemacht, was du machen wolltest. Weil ich sag dir ehrlich, ich werde mich nicht mehr bei den meisten Sachen anstellen, weil das einfach langweilig ist, diese Attraktion. Also da war echt viel super langweilig davon. Smetbo aus Darkness Ablaze. Ich liebe Smetbo, gehen wir einmal einzeln rein. Smetbo ist schon ein cooles Pokémon, kann man schon balladen. 460 Euro. Zwei Nächte ist gut, aber ich sag dir ehrlich, am dritten Tag, wo wir da waren, obwohl wir alle Attraktionen, boah, den will keiner haben, tot. Obwohl wir alle Attraktionen gemacht haben, dann gehen wir rein im Flunkiefer, war das sehr, sehr langweilig, der dritte Tag. Ich sag ja, ich werde ja nicht durchpowern, weil wir werden die Attraktion nicht mehr machen, so viele. Also wir werden wirklich ganz gucken, was wir wirklich machen wollen. Wir fragen die Kinder, was die machen wollen. Aber das meiste haben wir gesehen. Es gibt nur 3-4 Sachen, die wir machen wollen, verteilt auf 2 Tage. Das wird easy sein. Ich glaube, das ist die teuerste Karte aus dem Adventskalender. Ich glaube, das war im letzten Türchen sogar drin. Oder im vorletzten. Beste Karte. Ich weiß nicht, was gegenüber von Newport Bay ist, Nelia. Ich weiß nur, dass das neue Hotel, ich sag, das Manhattan Hotel ist das Marvel Hotel, meine ich. Boah, 2 Euro ist sehr wenig für die Karte. Ich glaube, die geht viel. Das Marvel Hotel, ich sag's euch, das ist was für Jungs. Ich habe Mädchen, da haben wir nichts zu suchen. Geht 2 Euro nur, okay, krass. So. Dann gucken wir mal rein, ob das hier nur V-Karten sind. Total Blödsinn. So, wir gehen rein in Victini und Cravoloro EX. Einfach mal auf süß zusammen. Genau, das New York Hotel, das ist aber auch sehr, sehr teuer. Also, das ist schon, das ist das zweitbeste Hotel. Und wie gesagt, Marvel interessiert mich halt gar nicht. Das ist halt, also ich mag Marvel, ich liebe das, aber das würde mir keinen Mehrwert geben. Das Bambi Hotel kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gelesen. Ich weiß nur, es gibt irgendwie Cheyenne oder so und das ist halt, soll ultra dreckig sein. So richtig, richtig Absturz, wenn man da schläft. Also, das ist richtig schlecht. Das haben alle gesagt, dass das scheiße ist. So, Baby. Dann gucken wir mal rein. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich viel mehr mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe eine Kiste unten vergessen. Aber ist egal. So, Santa Fe, genau. Das ist das Schlechteste. Santa Fe ist das Schlechteste. Das ist das beste Knackrack-EX. Guckt euch das mal an. Ich zeige euch das einmal kurz. Das erinnert mich an alte EX-Karten, weil der Rand hier so schön ist wie früher. Beste Karte. Newport war gut. Also das war ordentlich, hat Spaß gemacht. Newport war super, bin ich ehrlich. Also da würde ich auch wieder schlafen. Aber wie gesagt, ich sag dir ehrlich, ich will, möchte unbedingt, das ist jetzt neu renoviert, Nico, dieses Jahr. Das hat dieses Jahr erst wieder aufgemacht. Wenn du da jetzt in 3 Jahre reingehst in das neue Hotel, dann ist das schon wieder ein bisschen alt. Arcani, Kristall, auch legendäre Karte. Let's go, Baby. Gönnen wir uns das schöne Arcani, das ist die 72. Also ich habe, und alleine schon das, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, welches Schloss schöner ist. Das Hotelschloss oder das Disney-Schloss. Ne? Das ist wirklich, das sieht so nice aus, wenn man da hinkommt. Ich habe so gestaunt, wo ich da war. Ich habe das, kannte das gar nicht mehr. Ich habe das total vergessen. Das ist so schön. Die nächste Kristallware. Let's go. Hornwiesel oder Hornweisel. Let's go. Boah, ich habe noch 2-3 Stück von den Kristallen. Die sehen schon cool aus. Für einen 2er mitgenommen. Lasho King ist auch heftig. Zudem passt das auch übertrieben, finde ich. Was aber nochmal eine andere Frage ist, Nico, was kostet denn dann, weil du hast gesagt, dann wird es günstiger. Was kosten 2 Nächte? Also wenn du jetzt vom 9., nee, vom 10. auf den 11. und von 11. auf den 12. If you buy from the, was heißt denn Sofortkauf?
If you buy from the shop, we don't open. I'm sorry. Boah, mein Englisch ist teuflisch. Ich habe Bauchschmerzen bekommen, Kur. Ich habe richtig Bauchschmerzen jetzt. Scheiße, Mann. Einfach Magenkrampf bekommen. Jetzt kommt die beste Kristallware, die wir hatten. So, Sneeko, kannst du auf Englisch reinschreiben, dass die Sachen nicht hier sind? Dann muss ich das nicht auf Englisch erklären. Das würde es mir erheblich vereinfachen. 75. Ich glaube, das ist die coolste Kristallkarte, ehrlich gesagt. Ah, okay, ich habe was rausgefunden. Legendäre Promo. Auch. Der sieht aus, als wenn er kommt gerade aus dem Portal raus oder so. Ist wirklich geisteskrank einfach. Ganz, ganz wilde Karte. Muss man besitzen. Ganz wichtig, dass man die besitzt. Packs from the store are not in the studio. So we can't open them here. Hallo Bagel Sweet, bist du noch unten? Was geht ab, Junge? Ah, es läuft noch. Sorry, ich habe einfach weggepackt. Tot. Guck doch mal nach, Sneeko, was das jetzt kostet. Du machst so lange mit dem Nachgucken, das gibt's doch nicht. Bin gerade weg, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, Bagel Sweet. Warum bin ich dumm? Warum so sauer? Ich glaube, die Karte ist übelst teuer. Guck mal lieber nach, Leute. Das hier, ich habe mich eben getäuscht. Das hier ist die Karte, die in der 24 im Adventskalender drin ist. Das muss die teuerste Karte sein. Jetzt plan doch mal den Urlaub, Sneeko. Du willst doch mitkommen, du Sack. Ist doch wichtig, dass du das jetzt mal hier planst. Wie 10. bis 13. Kostet nur 2 Euro, das ist teuflisch. Hä? Nicht 10. bis 13., 10. bis 12., das sind ja 3 Tage sonst. Das sind ja 3 Nächte, oder? 10. auf 11., 11. auf 12., das sind 3 Nächte. Ich meine 2 Nächte. Ich will ja nicht 4 Tage da sein, Digga. Ultra teuer einfach. Ihr Pappe, Herr Pappe, was war das für eine Lieferung buchstäblich in Pappe verpackt? Wir haben keine Flyer mehr gehabt, Mert. Ich habe Flyer nachbestellt, aber die sind halt legit, kommen erst die Tage. Wunderschöne Nemila. Nemilia oder Nemila? Nemilia. Nee, Nemila. Hä? Ich habe Flyer bestellt und zwar ein Fehler. Ich hätte auf Expressversand drücken müssen, aber es hätte 20 Euro mehr gekostet. Hast mich kaputt gemacht, musste so lachen. Tot. Hä, wie meinst du das 2,4? Das kann ja gar nicht sein. Das macht ja gar keinen Sinn, Sneeko. Von 1.400... Wie kann es denn von 1.400 auf 2.400 springen, wenn du nur eine Nacht mehr nimmst? Das kann ja nicht stimmen. Das macht gar keinen Sinn. Das stimmt nicht. Verzeihung, meine Lieben. Karte Investor, war ja auch guten Abend. Leider nicht, leider gar nicht. Wir kriegen das erst nächste Woche, am Donnerstag. Jo, ciao. Nein, nein, wie, was? Hä? Warte mal ganz kurz. Hi, warte mal, eine Frage, Sneeko. Wie viel kostet eine Eintrittskarte in Disneyland eigentlich? Warte mal ganz kurz. Warte mal. Warte mal. Das kann nicht sein, oder? Ne, warte, hä? Hä? Das heißt, das Hotel ist das teure? Wie jetzt? Wie? Das heißt, das Hotel kostet 1.000 Euro die Nacht? Und dann ist ja Disneyland überhaupt nicht teuer. Wenn du das so... Hä? Das kann ich mir nicht vorstellen. Du willst das krasse Hotel überhaupt und wunderst dich? Nein, 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 das macht keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Hä? Was? Das stimmt nicht. Das ist unrealistisch. Ich glaube, du bist dumm, Sneeko. Ich glaube, du guckst falsch. Ich glaube, du bist einfach verloren. Also nochmal. Das Newport Bay kostet 950 Euro für eine Nacht. Ich verstehe das nicht. Dann müssen wir reingehen in den Delfinator, Leute. Let's go in den Delfinator rein.
Das heißt, wenn du jetzt ein normales Hotel nimmst, ich habe in einem Hotel geschlafen, 10, 15 Minuten Autofahrt von Disneyland, was gut war, für ein 100er die Nacht. Das heißt praktisch, wenn du in dem normalen Hotel schläfst, kannst du Disneyland für 400, 500 mitnehmen, statt für 1000 Euro. Das ist ja die Hälfte. Das ist aber blöd. Das ist ja crazy. Dann ist es ja nicht teuer, tut mir leid. Hast dein Bild? Jetzt gucke ich extra nach, weil es Nico macht mich wieder verrückt. Der spinnt doch, der Junge. Also, 3 Tage, 2 Nächte sind 3 Tage. 2340 Euro. Gibt's doch nicht. Das ist nur einmal mehr schlafen, dann bezahle ich 1000 Euro mehr. Ohne Frühstück, weil Frühstück wäre natürlich zu krass. Frühstück können die ja nicht gönnen, das ist Quatsch, das ist zu krass. Hä, hey, ich check das. Naja, ich habe halt ehrlich gesagt gedacht, dass ein Ticket so 300 Euro kostet und das Hotel so 300 Euro. Nee, das stimmt gar nicht mehr. Ich war doch da im Oktober. Eine Pommes kostet 8 Euro. Schnapper. Ein Giveaway können wir mal wieder anmachen, wird mir wieder Zeit. Das Essen war aber gottlos schlecht. Knattogs in Charakterwear. Let's go, schöne Karte. Also ich würde nicht sagen, dass Disneyland overhyped ist. Es hat schon echt Spaß gemacht. Also es war wirklich, finde ich wirklich, echt cool und hat Spaß gemacht. Aber ich habe halt die Kinder dabei. Und wenn ich die Kinder dann sehe, wie die sich freuen, das ist halt das, was Spaß macht. Das war halt die Sache. Ja, die Sache ist, Nico, aber ich verstehe das irgendwie nicht, wie sich das zusammensetzt. Wie viele Anrufe kriege ich denn heute? Wir gehen rein in Falk aus Paldea Evolved. Kartinvestor, war ja auch guten Abend. Hallöchen. Gar nicht mehr, um Gottes Willen. Mm-mm. Schon lange nicht mehr. Seit Anno 97 nicht mehr. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir haben nicht mal mehr 2. Also von 2 haben wir nur noch ein paar Packs. Und 3 nur noch auf Englisch. Also Locana ist sehr, sehr krass zurzeit. Kein Problem. Ciao, gleichfalls. Tschüss mit Ö. Bauchschmerzen. Gar nicht, das ist Scam, aber das sollten wir mal verstehen. Also ich verstehe nicht, dass dieses gottverdammte Hotel 1000 Euro die Nacht kostet. Ich verstehe das nicht. 1000 Euro für ein Hotel. Da kann ich ja in Dubai im 7-Sterne-Hotel chillen. Knattertox, Jason Stamps. Ohne Frühstück. Frühstück kostet 45 Euro pro Person. Also ich sag mal so, 1000 Euro ist echt teuer. Also ich verstehe, ohne Scheiß, wenn das Hotel kostet, also ein normales Hotel, was gut ist, kostet zwischen 120 und 150. Jetzt lass es Disney sein, lass es das Doppelte kosten. 250, lass es teuer sein, 300 mit Frühstück, 350, okay. Dann lass es das Luxushotel davon sein, für 500 die Nacht, aber doch nicht 1000. WTF? So. Ja, aber Mert, du Allee, das Hotel ist halt schön gemacht, aber für das 1000 Euro die Nacht ist ja das schlechteste Zimmer in dem teuren Hotel, ne? In den Hotels kommen auch die Prinzessinnen vorbei und die siehst du sonst nur in diesem Schloss, wo du 40 Minuten anstehen musst. Okay, cool. So, Baby, wir gehen rein in Sagraria. El Waifu Stampese. Tot, Ansko. Komplett tot. Ansko, das tötet mich komplett. Aber ich sag euch ehrlich, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, ich werde das trotzdem machen, aber nur eine Nacht, weil das ist mir zu teuer, 2 Nächte dann. Ich will das einmal gemacht haben. Und einfach für die Kinder. Einmal mache ich das. Ich mache das dieses Jahr. Kostet mich 2000 Euro. Mit Essen, mit allem zusammen 2000 Euro. Und dann ist das Geld weg und verbrannt sein Vater. Das ist die schönste Karte mit. Mit Evoli Stamps. Wunderschöne Karte. Die muss man feiern.
Also es kostet einmalig 2000 Euro. Das Teure kommt dann aber erst, wenn ich dann für 5000 Euro Figuren kaufe. Das heißt, mich wird der Aufenthalt zwischen 6.000 und 8.000 Euro kosten. 2 oder 3 Tage. Die Kleine ist aber 2, die wird das sofort wieder vergessen haben. Boah, da in Disneyland gibt es 4 Euro für die Karte. Ich habe gedacht, die kostet 30 Euro oder so. WTF? Was? Da ist Eboli drauf. Digga, die Kartenpreise sind aber anders gesunken, ne? Die sollen mal wieder ein gutes Set rausbringen. Was denn das? Jetzt kommt der gute Fuchs. Rotena. Also in Disneyland gibt es einen Laden, da bin ich wirklich, ich sag's euch, wie es ist, in Disneyland drin, du gehst da rein, die Geschäfte sind super schön, aber das eine Geschäft ist wirklich wie für mich gemacht. Ich gehe da rein, Figuren ohne Ende und ich raste bei Figuren aus. Und die sind nicht mal so gottlos teuer, so bis 200 Euro. Und das ist nicht so teuer, wenn ihr überlegt, die Anime-Figuren, die schlechtesten, kosten Fuffi, ne? Und ich sag's euch, ne? Ich bin da reingegangen, ich habe jede Figur 1 bis 3 Mal genommen. Ich habe am Ende im Auto nichts mehr reinbekommen. Es war mit Quetschen und war vorbei. Legendär ist das Pokémon. So. Let's go. Tuse, wie heißt der? Weherber. Ich weiß es nicht, wie man den ausspricht, sieht aber cool aus. So Wüstengras einfach. Zwiebel einfach. Was heißt Zwiebel einfach? Was bedeutet das? Was heißt denn Zwiebel einfach, Digga? Zwiebeln? Was bedeutet das? Die Sache ist halt, ich kaufe ja die Figuren nicht für mich angeblich. Ach, eine Zwiebel. Ah, okay, Mert. Was für Rentner, Mann. Was ich sagen wollte, ist Rüpel von Team Star als nächstes. Ah, Team Rocket damals, Team Rakete. Und das sind immer so Space-Namen. Mir gar nicht aufgefallen, Team Galaktik und so, geistkrank. Auf jeden Fall, die Figuren sind halt gut vom Preis-Leistung. Das Problem ist, wir können ja mal eine kleine Rechnung machen. Ich kann die Figuren nicht von der Steuer absetzen. Das heißt, wenn ich eine Figur für 200 Euro kaufe und die für beispielsweise 250 verkaufe, minus 19%, sind wir wieder bei 200. Das heißt, wenn ich die für 250 verkaufe, habe ich nichts verdient. Eine reguläre Gewinnspanne ist 30%. Das heißt, ich müsste, wenn ich die für 300 verkaufe und dann 19% abziehe, dann sind wir ungefähr bei 60 Euro. Da haben wir ungefähr ein Fuffi-Riss. Das sind ungefähr, ja doch, also eine 200-Euro-Figur müsste ich zwischen 300 und 320, 330 verkaufen. Weiß ich nicht, ne? Ob man 120 Euro mehr bezahlt, ist schon schwierig auf jeden Fall. So, das war die 88. So. Dann kommen langsam mal ein paar Banger, würde ich sagen. Der sieht sehr cool aus, den liebe ich auch. Ah, Ansko ist der gute Steuerfachmensch, liebe ich. Aber Ansko, wie kriege ich... Ansko, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt was aus Frankreich kaufe? Ich kann ja trotzdem den Kassenbon mitbringen und das als Minus geltend machen, aber ich kann halt keine Steuer ziehen. Aber ich muss trotzdem Steuern abführen, habe ich recht? Aber wie ist das, wenn ich was aus China kaufe? Dann muss ich... Ich habe irgendwie mal gehört, dann, wenn ich jetzt was aus importiere aus Nicht-EU, muss ich doch irgendwie die Steuern trotzdem bezahlen, ne? Dann muss ich praktisch 19% abhauen und kriege einfach nichts zurück, oder wie ist das? Jetzt kommt der Boss persönlich... Tauboga mit dem mächtigen Flügelschlag. Heißt das, wenn ich Ware aus China kaufe, muss ich sagen, ich habe das gekauft, hier sind 19% für Sie, Herr Staat, geschenkt. Und dann kriege ich die bei einer... Und wann kriege ich die dann wieder? Kann ich hier gar nicht sagen, ob ich Akani oder so da habe. Ich habe hier voll den Random-Stapel. Ja, dann zahlst du 1% Umsatzsteuer auf den Warenwert, aber die kannst du wieder als... Vorsteuer ziehen. Ist doch voll sinnlos.
Hä? Was ist das für ein Bullshit? Kann man das nicht einfach skippen auf süß? Skippe Wino Delfino? Einfach schöner Skipper machen, habe ich gehört. Doch, doch, skip geht easy. Skip, 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 skip. Was für guten Morgen. Ey, Bagel Sweet, was geht ab? Schöner Oktopusmann, einfach frisch gefangen auf süß, einfach. Einfuhrumsatzsteuer ist ja übelst dumm. Steuerskippen ganz schwierig. Schon schlecht, ja, würde ich schon behaupten. Doch, doch, schon sehr schlecht. So, Baby, wir gehen rein in Zeckrobben. Zeckrobbenkopf. Der sieht böse krass aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss wirklich sagen, Brilliant Stars ist mit Evolving Skies, eigentlich sind das die beiden besten Sets. Ja, der Trick ist einfach, ich kaufe halt einfach keine Ware aus China, ne? Deswegen weiß ich es halt auch nicht. Was soll ich denn in China kaufen, WTF? So, jetzt gehen wir rein in den schönen Wuffelskopf. Ich habe Umsatzsteuerprüfung schon gehabt. Nein, ich kaufe doch gar nichts, Leute. Ich will gar nichts aus China haben. Aber wie, was meint ihr mit Zoll? Wenn ich die Sachen habe, muss ich doch keinen Zoll nachzahlen, oder? Ich verstehe das gar nicht. Also wenn ich jetzt was bestelle, meine Frau hat mal gekauft bei Wish. Und die Sachen sind angekommen. Warum muss ich das dann irgendwo angeben? Hä? Die ist ultra teuer, die ist richtig cool. Ist aber auch eine der schönsten Karten, Leute. Da muss man auf jeden Fall reingehen, nicht verpassen. 94, dann machen wir mal ein kleines Giveaway an, würde ich sagen, auf süß. Also das mit Zoll und so, das ist ja ultra komplex, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Schön skippen die, den skippen die. Skippen die ist krasser Move. 8 Euro, Glückwunsch. Dann gehen wir rein ins Gym. Boah, Ansko, das ist richtig teuflisch. Also, was ist denn jetzt, wenn du als Unternehmer bei Alibaba oder AliExpress oder wie diese Seiten heißen, diese Scam-Seiten, wenn du da jetzt kaufst, du kaufst da, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß. Und dann musst du sagen, ich habe da was gekauft, hier haben sie nochmal 1000 Euro für Zoll oder was. Crazy. Richtig crazy, habe ich nicht gewusst, das ist krass. Auch ultra komplex dann was zu bestellen, dann lohnt sich das doch gar nicht, oder? Ja, aber ich kaufe ja, also, ich habe gar kein Interesse an China-Produkten. Ich kaufe einfach nur Lizenzsachen, dann ist gut. Roy, ich sage euch ehrlich, bevor ich mir den Stress mache, um da 2 Euro Stofftiere zu kaufen, kaufe ich lieber die gleichen Stofftiere bei einem normalen Großhändler und bezahle anstatt 2 Euro 5 Euro. Und mir ist scheißegal, scheiß auf die 3 Euro billiger oder so. Gar kein Bock auf den Stress, WTF. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, Baby, let's go. Wir gehen rein in Bedifas. Bedifas. Oh, eine coole Karte. Nee, der Bauchschmerz, der Investor. Sieht aus wie Ansko. Ja, das stimmt ein bisschen. Der sieht wirklich ein bisschen aus wie Ansko. Let's go, Baby. Da haben wir nochmal das mächtige Arcanios. Ups. Ich muss mal gucken, ich habe heute so Rechnungen bezahlt, ne? Und, ne, warte mal, wie war das? Ich habe gestern Rechnungen bezahlt. Und dann gucke ich so heute, habe ich jetzt alles bezahlt? Und ich finde so wirklich 10 Rechnungen, die vor 3 Tagen hätten schon bezahlt sein müssen. Und das waren wirklich einfach so 13.000 Euro, die ich nicht bezahlt habe. Ich war komplett tot. Ich habe das einfach nicht gesehen, ne? Ich habe das wirklich,
Das war der skippende Investor mal wieder. Die Hülle, das sind die Trainer Toolkit Hüllen. Ich glaube von 2022 war das. So, und dann haben wir nochmal das mächtige Garados. So. Nee, ich kaufe nichts aus China. Scheiß auf die Sachen da. Gar keinen Bock auf die Sachen. Gar keine Lust. So, Baby. WTF? WTF einfach. Es ist... ganz Fragezeichen. So, das packen wir mal weg. Ich habe hier ganz viele V-Karten. Habe ich gar keinen Bock reinzutun. Ich habe hier ein teures Booster, Leute. Da gehen wir ganz kurz einmal zwischendurch rein. Darkness Ablaze. Ganz wildes Set. Da gibt es das schöne fette Glurak. Dann gibt es Smetbo, auch sehr nice. Scizor, wie heißt der auf Deutsch? Sherox, auch sehr cooles Pokémon. Ich glaube, 6 Euro kostet ein Pack oder 7. Sind auf jeden Fall cool. So, Baby. Weil das Pokémon nie so gut mehr geht, finde ich krass. Keiner will mehr Booster rippen. Oh, Kimi geht rein. Darkness Ablaze. Dieses Pokémon ist ein bisschen Thanos-mäßig. Wie bei... wie heißt das nochmal? Marvel Avengers? Dieses Ding am Ende. Sollen wir aufmachen oder willst du zielt lassen? Oh, ist gar nicht durchgegangen, die Bezahlung. Da müssen wir auf jeden Fall zielt lassen. Tot. Sehr schade, Schokolade. Wenn die Zahlung gleich noch durchgeht, kannst du mir Bescheid geben. Packe ich das erstmal weg. So. Hier haben wir etwas teureres. Arceus V-Star Deck. Ich weiß nicht genau, was das für ein Deck war, aber es ist komplett. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr Hits hinter sind oder was es genau ist. Aber es ist sealed, es ist deutsch und es ist top. Gehen wir einfach mal rein. Dürfte ja ein paar Euro kosten. Ich weiß wirklich nicht, was dahinter ist. Vielleicht ist da noch ein normales Arceus V hinter oder sowas. Ist auf jeden Fall ganz cool, würde ich sagen. Nummer 5. Kann ich das aufmachen, Ansko? Ich will gucken, was dahinter ist. Ansko mit einem 6er. Kann ich aufmachen? Nee, ne? Ja, okay, nice. Bin mal gespannt. Wenn da jetzt nur Energiekarten sind, wäre das so ein Scam. Oh, schade, Kimi. So, gucken wir nochmal rein. Oha! Oh, das ist sogar das schöne Arceus von eben. Dann ist das einfach zusammen. Guck mal, du hast sogar so Trainerkarten. Nur Trainerkarten? Wo sind die Monster? Das ist doch kein Deck. Wie soll man denn damit spielen? Wo sind die Energiekarten? Soll ich das wegschmeißen? Ist das nicht Müll so? Also gar keinen Sinn, das zu verschicken. WTF. Aber für 6 Euro waren die beiden zusammen eigentlich okay, oder würde ich sagen? Boah, Fritte ist im Chat. Boah. Ah, sehr gut. Der scammende Ansko mal wieder. Valandis kommt, also der ist auf dem Weg. Der, eventuell kommt der in Gladbach vorbei, weil ihr da länger seid. Aber es ist voll Stau und der hat richtig lange Fahrt und so. So. Wo sind die ganzen Karten? Wir gehen rein in einen Bengawino Delfino. Das mächtige Raichu. Super teure Karte. Let's go. Ich hole mal ganz kurz was. Super teure Karte. Ich wollte eigentlich noch eine Stunde streamen, aber ich habe irgendwie, ich dachte, ich habe noch eine Kiste vorbereitet, aber ich habe die irgendwie nicht mehr gefunden. 16 Euro für Mr. Ansko-Kopf, das war ein guter Deal. So, dann haben wir hier Meisterdetektiv Pikachu in Galaxy Foil. Sehr coole Karte, nehmen wir mit. Sehr interessant eigentlich, die Karte.
Coole Promo auch. Schon cool, der Film war auch richtig gut, ne? Muss man echt sagen, der war gar nicht so blöd, wie ich erwartet habe. So, Baby. Dann gehen wir rein in den schönen Tauroskopf. Schöner, kleiner Tauroskopf. Also ich fand diesen Pokémon-Film bis auf zwei, drei Stellen richtig gut. Der war zwischendurch ein bisschen cringe, so cringe. Aber ansonsten war der gut. Komm, wir gehen nochmal rein, ein kleines Giveaway, damit ich ein bisschen Minus schieben kann. Nochmal 2, 3 Euro weg. Wow, nice. Schönes Tauros für Mr. Steinikopf. Das ist langweilig. Gucken, was hier noch drin ist. Ich brauche jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen länger, um die Karten zu filtern. Wir gehen rein in Riesenzahn auf Englisch und Pommy. Beide sind Englisch. Let's go. BVB-Steini, sag mir bitte, woran ich denken soll. Stopp. Sollen wir mal den nächsten... Achso. Sag mir genau, was ich machen soll, BVB-Steini. Ich weiß es legit nicht. Du musst mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, was wir ausgemacht haben. Also ich weiß, irgendwas war, aber ich habe es gerade vergessen. Hau mal raus. Also deine Bestellnummer war 103. Ne? Merkt ihr, 103 ist deine Bestellnummer, das Tauros. Was muss ich dir dazu packen? Da war irgendwas, aber was weiß ich natürlich nicht mehr. So, wir haben Pikachu auf Deutsch aus Celebrations. Das hier. Und den aus Stunde der Wächter. Und den hier. Der hier aus Celestial Storms oder so. Ich glaube, das ist Majestät der Drachen. Und das noch die Alga. Alle auf einmal rein in den Speckmantel. Ja, aber was müssen wir jetzt machen, BVB-Stellen? Ich weiß nicht mehr, wie viel wert der war. Du musst mir einmal sagen, was du bezahlt hast. Und einmal sagen, was du haben möchtest. Dann kann ich dir was dazu packen. Alles rein für alles Santos. Packen wir einfach so in die Tüte rein. Kleine fette Box. Heißt der Eisenzahn? Riesenzahn? Eisenzahn. Ganz genau. Was willst du denn haben, BVB, Mr. Steinikopf? Wir haben den hier, wir haben den hier, wir haben den hier, den hier, den hier. Den hier, den hier, den hier, den hier. Eine Feuerenergie, ein Holo. Und noch ein Garados. Alles auf einmal rein. Was für ein Booster soll ich reintun? Gucken, was ich hier habe. Alles auf einmal. Das sind ein paar V-Karten, das ist auf jeden Fall. 4, 7, 8, 9 V-Karten. Let's go. Also, 6 Euro ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal, würde ich sagen. Das ist nicht mal, also weit unter 1 Euro pro Karte. Das ist gut. 7. Gucken wir, was hier drin ist. Haben wir hier nochmal ein bisschen V-Karten. 3, 4, 5, 6. Sehr cooles Pokémon. Den hier. Das hier, das ist schon eine ältere Holo. Das alles, der ist auf Japanisch. Boah, der ist mega WTF. Und die beiden coolen Typen, die, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Gehen wir mal rein in die alle. Verlorener Ursprung. Müsste ich noch da haben. Schreibe ich dir auf den Taurus drauf. Plus einmal Booster verlorener Ursprung. Ich habe es jetzt auf deine Karte draufgeschrieben, mein Lieber. Was ist denn immer mit diesen magischen 6 Euro? Egal, was man reintut, immer 6 Euro. Ich habe den Dagobert bekommen. Heute. Ich habe ihn mir gekauft, also getauscht. Aber es mir war wichtig, dass es einer war, der im Laden gezogen wurde. Das Coole ist, ich habe ihn mir heute richtig angeguckt, natürlich. Der hat seinen ersten, nicht Penny, wie hinter da hatte das denn, seinen ersten Groschen oder seinen ersten Penny oder so, ich weiß nicht mehr. Hat er in der Hand, das sieht cool aus. Bisa Evelyn Samen.
auf Deutsch seinen ersten Kreuzer. Legendär. Gut gewusst, Mr. Nico Kopf. Ah, cool, Jason. Kein Wunder, dass du im Gefängnis bist, Junge. Wie kann das eigentlich sein, dass du ein Handy da reinbekommen hast? 105. Schönes Bisasamen. Hashtag zurück ins Gefängnis. Boah, Mert ist auch wieder komplett tot. Mächtiges Mewtwo hat einen Silverstar. Ist das normal? Hat das Bisasamen auch so einen? Boah. Silverstar war früher noch was richtig Besonderes. Nee, guck mal, das ist eine Wear, also mit Silverstar. Der hat ein Kamen-Symbol. Ich frage mich, ob der jetzt was Besonderes ist. Gucken wir uns mal an. Mewtwo. Boah, der kann doch nicht nur 1 Euro kosten, oder? Der ist schon wild. Boah, für 1 Euro für Julian, Glückwunsch. Den machen wir nicht. Jetzt kommt eine coole Karte, den finde ich auch sehr Flauschi McFlausch. Der hat bisschen Stellen. Marshadow auf Deutsch mit übertrieben schöner Folie. Kauf mal, du Sauger. Was? Was heißt das? Was meint man eigentlich mit Sauger? Das Wort kenne ich auch gar nicht. Hä? Was ist denn mit euch falsch? Okay, der sieht auch cool aus. Das ist auch eine Promokarte. Schwert und Schild, 89. Let's go. Es gibt immer wieder Leute, die sind so komisch, ne? Mir hat letztens einer geschrieben, seine Karte war beschädigt angekommen. Hat die keiner gekauft? Oder habe ich es jetzt noch nicht gesehen? Scheiße, ich habe es jetzt nicht gesehen. Hat jemand gekauft oder nicht? Ist es auch einmal weg gewesen. Ah, okay. Krass, dass den keiner wollte. Dann gehen wir rein in Morabel-Kopf. Den lieb ich. Der kriegt dann die 108. Beste Karte sowieso. Krass, dieser Sorak. Ich dachte, der kostet 5 Euro oder so. Crazy aus. Nee, Mert geiert immer nur. Mert nur zum Chillen hier, habe ich gehört. Der atmet uns die Luft weg. So, Nummer 108. Ja, man kennt Mert nicht anders. Man kennt ihn nicht anders. Ja, ja, Mert. Das sagen sie alle und am Ende Pustekuchen. Und am Ende müssen die 1000 Euro fürs Disney-Hotel bezahlen, einfach auf Todbasis. So, das ist Schmutz. 1000 Euro für eine Nacht schlafen, die spinnen doch. Boah, guck mal, was ich gefunden habe. Sind die was wert auf Japanisch? Keine Ahnung, auch sehr nice. Reshiram, tot. Gucken, was hier noch drin ist. Kennt ihr die Lami-Cards noch von früher? Die sind auch geistkrank. Das ist crazy. Die sind krass. Boah, guck mal, der Sonnenkern. Boah, den Sonnenkern muss man reingehen, sage ich euch, wie es ist. Oha, Lavados-Sticker. Boah, jetzt nochmal diese Zoroark. Boah, dieser ganz krassen. Boah, guck mal, der. Der allerschönste. Der allerflauschigste. Cresselia, der Spinner hier, der Spinner hier. Der hier, der hier und der hier. Gehen wir in alles auf einmal rein. Nicht vergessen, Leute, der Sonnenkern ist auch dabei. Die guten Sachen und das alles. Sehr legendär von dir, Sneeko. Da sehe ich mich drin. Einfach Card Market halt. Tot. Auf jeden Fall, irgendjemand bekommt eine Karte, die beschädigt war. Und der sagt halt irgendwie, war in einer Ecke beschädigt. Und der schreibt, ich kaufe nie wieder bei dir. War das erste und letzte Mal. Ciao. Und ich sage so, ja. Kannst halt dein Geld zurückhaben. Ich kann dir die Karte austauschen. Chill doch mal. Ne? Also, was soll das eigentlich? Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man so sauer sein kann, wenn irgendwas kaputt geht. Sag doch einfach, yo, ich will mein Geld zurück. So, das ist doch gar kein Problem. Ich check das nie, wenn die Leute so sauer sind wegen irgendwas. So, Baby. Sonnenkern war sehr krass gerade, habe ich gemerkt. Ich glaube, ihr wollt mehr von Sonnenkernen. Wir haben Wiesnor. Majin Buu Son Gohan Sticker, irgendein Diamant- und Perlset, ganz alte Tränke und zwar 3, 5, 8 Mal Trank dabei. Die beiden hier, die schöne Promo von früher und ein teures Seekrom aus schimmernder Legenden.
Ganz wilde Kombo. Honig steht neben mir natürlich, selbstverständlich. Nicht vergessen, Wiesenohr dabei. Und diese schöne Promo ist auch dabei. Das kann alles euch gehören. Das kann alles euch gehören, Leute. Auch der hier. Guck mal, wie cool der aussieht. Der ist nur kaputt. Ah, ist schon krass. Das sind die ganz guten Sachen. Ich sag's euch, wie es ist. So, jetzt gucken wir mal rein. Hashtag FreeJason. So. 3 Euro. Ich glaube, das Seekrom ist mindestens 1000 wert. Und der Sticker hier, also den würde ich so mit 40 einschätzen, wegen diesem Fleck. Sonst halt 100. Aber MyGymBoo-Sticker hat halt auch nicht jeder. Die sind halt ganz krass. Wundert mich, dass Ansko nicht mit einem Fuffi reingegangen ist. Was da los eigentlich? So, 10. Derjenige wird noch bis heute verfolgt. Damit, wieso denkst du das, Mert? Hast du mir irgendwas Lustiges gehört? Ansko nicht drin war ein bisschen komisch. Habe ich jetzt, weiß ich nicht, was da los war. Ich habe noch einen Wiesenrohr gefunden, komplett tot. Was ist denn das? Ah, ist auch ganz tot. So, die Karten hier. Ah, Schimmernde Legenden, Promo. Schimmernde Legenden, Hidden Fates. Und das ist auch eine Promo. Und das ist Pi. Und das ist Enteron. Boah, der sieht da sogar cool aus, Digga. Guck mal. Da steht gar nichts drauf. Nur Pokémon. Also den packe ich mal in den Sleeve rein. So cool sieht der aus. Da gehen wir rein. In die nächsten Bauchschmerzen sind 2, 3 Promos bei. Alte Holos. Guckt euch das mal an. Also allein diese Zoroark, ich verstehe nicht, das ist so nice, die Karte. Die muss ich sogar sleeven. Aquana Waifu ist dabei. So. Packen wir natürlich ein Tütchen rein. Ansko ist natürlich drin. Der aller Ansko-mäßigste Flauschkopf. So. Wo ist die Maus? Mein Stift. Boah, diese Stifte sind so gut, ne, von Edding. Das ist krass. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe noch das alte Tops-Booster. Das ist auch sehr krass. Aber das geht wahrscheinlich zu günstig weg, deswegen ich habe Angst, das reinzumachen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich mache den Stapel weg. Die Kiste ist leer. Ich mache mal den Stapel hier rein. Jetzt gucke ich mal in diese Kiste rein, weil hier sind, glaube ich, ganz teure Sachen drin. So, Baby, wir haben fließender Stil Maastricht aus Battle Styles. Der Maastricht ist natürlich krass. Muss man sagen, das ist der Maastricht. Der allerkrasseste. Gibt keinen, der krasser ist. Das ist 109. Boah, hier sind ja ganz teure Karten. What the fuck? Oha. Okay, ich wusste nicht, dass hier so wilde Karten drin sind. Ich muss mal ganz kurz gucken. Boah, hier sind richtig teure Sachen drin. Uff. Okay. Uff. Wow. Tschüss. Boah, ganz krasse Karten. Oha. Hab ich jetzt nicht gerechnet. Da können wir nicht reingehen. Warte mal kurz. Ich meine, sowas ist halt viel zu krass. Ja, ist viel zu krass. Boah, krass. Boah, guck mal, Fake Lurak. Also, das ist eine wilde Karte. Der, guck mal, der glänzt nicht mal. Also, wie der aussieht. Warte mal. Was sind denn das? Digga, wie sieht das aus? What the fuck? Oh, das ist eine schöne Karte. Altaria. Warum insane? Weil wir das jetzt alles anders geplant haben. Das Ganze war so geplant. Also am Anfang habe ich halt so durchgezogen, weil ich halt ein Umsatzziel erreichen wollte und einfach Geld gebraucht habe und alles austesten wollte im ersten Monat. Und jetzt haben wir alles ausgetestet, wissen, wie es funktioniert. Ich teste natürlich immer noch weitere neue Sachen. Aber ich will einen festen Plan reinbringen. Und ich versuche gerade alles so aufzubauen, als wenn wir eine realistische, normale Firma sind. Und deswegen, wir versuchen gerade was Krasses aufzubauen, vom Plan her. Und ich versuche das gerade einzuführen. Wir gehen rein in eine wunderschöne Altart, die auch wirklich sehr teuer ist. Da sollte jetzt einiges gehen. Also,
Es wird natürlich auch wieder längere Streams geben, gar keine Frage. Aber wir versuchen jetzt halt einen festen Plan reinzubauen. Und zwar Montag, Dienstags, Mittwochs möchte ich gerne von 5 bis 7 streamen und von 8:30 bis so lange, wie wir wollen. Also ungefähr so bis 12, 1 Uhr. Und halt, wenn genug da ist, wenn ihr Bock habt und so weiter. Und donnerstags und freitags will ich halt nur streamen abends, so wie jetzt, von 5:30 bis 9:30 oder 9 oder sowas. Und theoretisch, guck mal, ich habe gefunden, die ganz alten Höhlen, die ganz alten von früher, einfach noch ganz viele davon neu. Das ist so crazy. So, guck mal, wie teuer einfach. Rockets, Überraschungsangriff in First, komplett tot. Ich weiß auch nicht genau, was die kostet, aber ich glaube, die ist unnormal teuer. Das ist eine Hologrammkarte. Dass das VHS-Deox ist oder so. Könnt ihr ja gerne mal nachgucken. Ich würde gerne wissen, was die kostet. Hier sowas auch sehr schön. Die sind auch super teuer, die alten Base-Hit-Dinger. Hm. Boah, Bill einfach. Das ist auch wild. Guckt euch den Rekwatzer an. Boah, das ist, also das hier ist, weiß ich nicht, 300 Euro oder so. Auch wild. Das sind ein paar wilde Karten. Das ist exzellent. Boah. Ich glaube, der ist sogar niemand. Der hat ein bisschen Whitening, aber sieht echt gut aus. Guckt euch den Flip an. Das ist der Flip. Das war Mewtwo auf Japanisch. Ja. Warum? Was damit? 30 kostet das Deoxys nur. Die ist teuer. Tot. Die ist auch krank. Das hier sind diese Meisterballkarten. Ich habe keine Ahnung, wie viel die kosten. Das ist dieses Auto. Boah. Flammacher geht ab. Gucken, ob da noch irgendwas bei ist, wo man reingehen kann. Die hier sind Missprint. Guckt euch den Cut an. Boah. Tuff. Ich frag mich, was das hier eigentlich ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch Meisterball. Was kostet denn jetzt hier so eine Spinnerkarte? Den liebe ich, diesen Mauzi. Die sind auch richtig teuer. Ich glaube, die kosten 10, 20 Euro, die Dinger. Die Windewoge, da können wir gleich reingehen. Boah, das Mewtwo sieht auch mega gut aus. Den liebe ich. Das ist die schönste Karte. Oh, guck mal, wie schön die ist, ohne Spaß. Das ist so nice. Die ist richtig teuer. Guckt euch die mal an. Die kostet über 300 Euro. Nee, ich bin nicht der Zubiris. Der sieht viel zu flauschig aus. Vielleicht ein bisschen. Das ist meine Lieblingskarte. Das ist so wild. Die sind so top-mint einfach, diese Karten. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Gardevoir EX. Sehr nice. Guck mal, wie der aussieht. Dieser gottlose, gottlose Karte. Das ist nicht normal. Ich finde den so lustig. Das sind auch schöne Dinger hier. Also sowas, muss ich sagen, liebe ich ganz doll. Liebe ich auch. Habe ich früher schon gehabt. Donnersichelschmutz. Den liebe ich. Ich habe mich auf einen draufgesetzt, der war komplett tot. Eisenhand. Krank. Superschön. NS-Entschluss. ETF. Also die hier muss man halten, die kosten nicht so viel. Hier nochmal das schöne Altaria. Boah, der sieht cool aus. Goldstar, Leute. Guckt euch den an. Wie findet ihr den? Wie findet ihr den? Cool, oder? Er wurde so. Kennt ihr, wie heißt das? Das Ding, mit dem man so eine Käsehobel. Er wurde so gemacht einfach. Also der Zustand ist wirklich nice. Einfach eine Goldstar-Karte am Arsch. Das ist komplett tot. Also ich gucke gerade, was ich noch schweren Herzens abgeben kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Das sind so schöne Karten. Das ist die von letztem Mal. Die finde ich mega cool.
Boah. Auch sehr nice. Dieses Lugia geht auch ab. Auch cool. Kann man sich nur Schwert von trennen, ne? Was soll ich euch sagen? Beste Karte. Den liebe ich. Sehr schwierig sich davon. Der ist auch cool. Ey, Pikachu. Digga, dieser Typ ist 10-mal dabei einfach. Dragoran. Oh, den liebe ich. Oh. Das ist auch, die Karte erinnert mich so an Titanic. Der ist richtig teuer, der kostet 25 Euro. Und die kann man verkaufen. Die liebe ich auch. Boah. Dunkles Simsala. Was ist das? Guck mal, die haben voll den Missprint hier, Misscut des Todes. Boah, ich habe letztens so einen Scam hier bei Whatnot gesehen. Er hat so intensiv versucht zu scammen. Ich habe es komplett mir reingezogen. Ich habe mir das komplett angeguckt. Ey, die ist sogar auf Deutsch. Boah, der ist wunderschön. Er ist unnormal schön. Dragonier. Nice. Boah, hier sind ein paar. Boah. Tuff. Da waren schon ein paar gute Karten bei. Ich muss das noch besser aussortieren. Aber das sind Sachen, das ist was für Card Market und für die Vitrine. Weil das ist die sind zu teuer. Das ist. Nee, nicht Kurzflex. Ich wollte gucken, ob ich euch ein bisschen was davon abgeben kann. Aber die Sachen sind ehrlich, das sind sehr teure Sachen. Das würde sehr wehtun, wenn die super günstig weggehen. So. Das Altari habe ich ja doppelt. So, Baby. Wir gehen rein in das goldene Glurak. Knapp 20 Euro Karte. Let's go. Rein in den Speckmantel, Baby. Also jedes Mal, wenn ich durch diese Haufen gucke, nehme ich 2-3 Karten raus. Was soll ich euch sagen, Leute? Jedes Mal 2-3 Karten raus, die ich dann verkaufe. Es tut halt immer ein bisschen weh. Also ich selber sammle nur ganz wenig Karten. Jetzt zum Beispiel, Lokan habe ich den Dagobert, den sammle ich, den behalte ich, den verkaufe ich auf gar keinen Fall. Auch wenn der 1000 Euro kostet, verkaufe ich den nicht. Ich halte halt viel. Das ist schon mal sicher. Also so First Editions und so, die wirklich, wirklich niemand sind, die halte ich halt in der Regel. Oder verkaufe die halt für starke Preise. Und die kommen dann zum Beispiel in die Vitrinen im Laden. Also Sachen, die ich eigentlich behalten will. Verkaufe ich in Vitrinen, weil dann habe ich die noch ein bisschen länger, die verkaufen sich nicht so schnell und wenn ich die verkaufe, halt für den Preis, den ich halt haben will. So, Baby. Dragonier hatte einen Preistag von 30 Euro, ich weiß nicht, was der aktuell kostet. Wenn die wirklich Top-Zustand sind, kommen die halt in die Vitrinen. Ansonsten, wie gesagt, halte ich halt ein paar Sachen. Zum Beispiel, was ich jetzt in meinem Orden habe, den ich eigentlich niemandem zeige, ist zum Beispiel das Glurak aus Paldea Fates oder aus Shining Fates. Die kann man nicht verkaufen, die sind viel zu günstig. Wunderschöne Karte, also das Preistag zählt natürlich nicht, das war mal drauf. Robinson gönnt sich den für 21 Euro. Glückwunsch, wunderschöne Karte. Ich finde, das hier ist das coolste Starter von den neueren. Ich finde, der sieht so nice aus. Serpi Royal aus Silberne Sturmwinde. Ich finde den cool. Also, den finde ich wirklich Premium, Endivier-mäßig irgendwie. Feiere ich auf jeden Fall. Ich wollte den eigentlich behalten, deswegen war er da drin. Aber es gibt halt Karten, die, guck mal, für einen Fünfer. Ich habe lieber nicht reingetan. Es tut mir halt weh einfach für einen Fünfer. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, die hier ist aber teuer. Jetzt dürft ihr mich nicht enttäuschen. Die wunderschöne Altart Irsa. Let's go. Ja, aber Ansko ging ja nicht um den Preis, ging darum, dass es weh tut. Wer erbst denn das? Was heißt das denn, Junge? Also die müsste eigentlich super teuer sein, Leute. Erzählt mir jetzt hier keinen Schmarrn. Da ist Kurtel drauf, das ist der stärkste. Ihr dürft ihn nicht vergessen. Guckt ihn euch an. Schnell, guckt ihn euch an. Da ist Kurtel. Boah, Kurtel. Wow,
der Allerschönste. Also, enttäuscht mein Kurtel nicht heute. Ich liebe ihn ganz stark. Jetzt kommt der Boy persönlich. Mewtwo in... Boah, den will ich eigentlich nicht verkaufen, aber egal. Was weg ist, ist weg, meine lieben Freunde der Sonne. Was weg ist, ist weg. 1, 1, 5. Ja, stimmt, die Prozente sind teuflisch. Darf man nicht vergessen, das ist wirklich viel. Also über 10% und 30 Cent kicken auch rein. Aber deswegen, eigentlich darf man gar keine 1-Euro-Sachen verkaufen. Du kriegst halt legit 40 Cent raus, das ist halt ultra schlecht. Wie ist denn das bei 2 Euro? Dann musst du 10% abgeben, sagen wir mal, sind 20 Cent. Also bei 2 Euro bleiben 1,50. Achso, da sind ja noch Steuern drin. 40 Cent Steuern. 10 sind 40, 60 Cent. Also bei 2 Euro bleiben 1,10 Euro. Und bei 1 Euro bleiben 40 Cent. Das ist sehr krass. Das ist sehr, sehr krasse Abgaben. Das stimmt wirklich. Das ist heftig. Mewtwo Rainbow Rare auf Deutsch. Let's go. Boah, der sieht krank aus, wirklich. Das ist der Boy. Ja, für 1 Euro darf man gar nichts mehr verkaufen. Das macht gar keinen Sinn. Also allgemein habe ich gemerkt, jetzt seit 2-3 Tagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es wirklich Mitte des Monats ist, dass nicht mehr so viel Geld da ist, aber allgemein, die Karten gehen und die Packs vor, also die Karten gehen noch, aber die Packs vor allen Dingen, die gehen gratis fast weg. Also wirklich komplett Minus. Und jetzt ist halt die Frage, ich will ja jeden Tag streamen und durchballern und euch natürlich auch gönnen. Mir ist es egal, wenn mal Sachen 2 Euro weggehen, günstiger weggehen. Aber wenn du halt auf Whatnot dir einen Namen machen willst, musst du jeden Tag streamen. Es geht nicht anders. Sehr schwer, sage ich euch, wie es ist. Deswegen, da muss man gucken, weil ich habe zwar fast unendlich viel Ware, aber das gilt halt für Packs. Einzelkarten gehen irgendwann aus. Also das wird halt safe so sein. Das heißt, man kann dann so 5 Stunden Streams nicht mehr machen. Der sieht ultra krass aus. Ich glaube, der ist auch richtig teuer. Winde Woge. Ich weiß nicht, ob der spielrelevant ist, aber der ist auf Deutsch und der ist Wildgold. Also sehr nice. Also ich würde sagen, wir streamen noch eine halbe Stunde und dann machen wir tatsächlich schon aus, vielleicht 45 Minuten, irgendwie sowas. Also sag mal, wenn ich Marketpreis bekomme oder 1 Euro drüber oder 1 Euro drunter, dann ist das okay. Aber alles, was viel weiter drunter ist, ist halt komplett tot. So, jetzt muss ich nochmal durchgehen, was wir noch abgeben können, würde ich sagen. Gucken wir mal rein. Also Wutpilz können wir abgeben. Und die 3 Starter, alle in dieser ultra crazy Frog Rarity. Also ich sagte ehrlich, so 200 Euro Karten und 100 Euro Karten, das lohnt sich nicht hier zu verkaufen. Also bis 100 Euro ist Maximum. Also ich habe sowieso überlegt, also weil die Gebühren ja zu hoch sind, Mert. 10% ist viel. Weil wenn jetzt Lugia 180 kostet, dann muss ich ja fast ein 20 abgeben. Das ist sehr viel. Also ein 20 abgeben finde ich sehr, sehr viel. Ja, dass sie das kaufen, ist ja klar, aber das muss ja dann Marketpreis sein. Und ich zahle halt 5% mehr, dann kann ich es ja auch bei Market verkaufen als günstigster. Dann habe ich ja, es ist halt komplett... ich glaube, du hast 8% plus 2,9 plus 30 Cent. Du musst ja noch diese Zahlungsgebühr bezahlen. So, Baby. Wir haben, was haben wir hier? Das ist Kleinscheiß. Wir haben hier den Karpilz aus Fusion Strike. Promo Galagladi. Brilliant Stars. Axanthor. Den hier und den hier. Gehen wir alle auf einmal rein. Let's go. Also ich bin mit Whatnot garantiert zufrieden, das ist ganz gut. Nur auf Dauer, wenn ich jetzt jeden Tag 3 Stunden streamen würde, würde uns wahrscheinlich mit Sicherheit die Ware ausgehen. Man kann natürlich mal einen Mystery Box Stream machen, mal einen Element Break oder was auch immer man da Bock drauf hat, scheißegal. Aber es gibt halt Sachen, die kannst du nicht mehr machen. Zum Beispiel, wie ich merke halt, Pokémon Booster, habe ich gedacht, ist der Dauerrenner für immer und ewig. Das kannst du halt nicht machen. Und ich dachte halt, das wird halt das Ding sein, was man immer machen kann.
Einzelkarten gehen immer, aber Einzelkarten gehen aus. Das ist kein, ich kaufe jeden Tag 5-6 Sammlungen und wir haben jetzt heute haben wir 2 größere Sammlungen gemacht. Also nur 4 Euro Startpreis. Hä? Was meinst du 4 Euro Startpreis? So. Ich habe noch eine Karte. Ich glaube, die kostet roundabout 10 Euro. Let's go in Blitzer rein. Das ist Ruf der Legenden, Call of Legends. Kostet fast 10 Euro. Ich glaube 9 Euro oder sowas. Legendäre Karte. 119. Also ich habe die heute für 7,50 Euro gekauft. Ich wollte die halt haben, was soll ich euch sagen. Scheißegal. Bin mal gespannt. Also die müsste eigentlich für 9 weggehen. Das wäre realistisch. Oh, 4 Euro. Einfach 3,50 Euro tot. Nein, in Reverse Ansco, WTF. Die, ich habe die mit 7,50 Euro heute Morgen gesehen. Kann nicht sein. Reverse ist doch viel teurer als normal. Also 7,50 Euro oder 8 Euro. Ja, ja, seht ihr? So, Baby, kurzer Genickbruch. Und das ist alles Kleinscheiß, damit will ich euch nicht quälen. Ich habe hier noch einen Eagle Lover. Magma in einem heftigen Artwork. Hundemon, Eagle Lava. Das ist eine crazy Karte. Die ist ultra krank. Guckt euch das mal an. Einfach hier oben Cresselia. Da hinten ist ein Trainer. Hier ist diese Krabbe. Nachtara natürlich. Snebuna. Und hier X-Bad und so. Das Wild. Und noch die beiden. Kleine, schöne Zusammenstellung. Let's go. Den Rest haben wir eben schon geballert. Mit, am Anfang. Ich habe alle gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also Einzelkarten geht immer. Das ist kein Problem. Da muss man halt gucken. Zwischendurch ein paar Banger und so. Ich habe ja, ich kaufe ja immer Sammlungen. Und das ist nicht das Problem. Man kann natürlich auch zwischendurch mal Yu-Gi-Oh! Einzelkarten machen. Ein, zweimal die Woche. Aber mit den Boostern, da war ich ein bisschen Fragezeichen. Da muss man überlegen. Aber wie es halt am Ende wird es halt so sein, ich weiß genau, okay, ich weiß, wie wir es machen in Zukunft. Die Streams werden einfach kürzer, es geht nicht anders. Also, die Leute kommen natürlich zu mir in den Laden, ich würde niemals rausgehen, eine Sammlung zu kaufen. Also, die Streams werden im Schnitt nur 2-2,5 Stunden gehen. Also so 2 Stunden wird der Schnitt sein. Das wird das Ding sein. Und, wir machen bis zu 3-mal am Tag, aber eher 2-mal am Tag. Und sagen, was machen wir, wann, wie und dann, wer kommt, muss mit den Preisen rechnen. Was meinst du, Mert? Machst einfach von 18 bis 20 Uhr. Nein, ich werde bei 1 Euro starten, Mert. Ich sag dir ehrlich, dieses 4 Euro starten und so, komme ich ja direkt ins Gefängnis. Das ist direkt Knast. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, komme ich direkt zu Jason. Also, wir werden es so machen, ich kann euch das genau sagen. Wir machen das einmal ganz kurz, ich will es einmal kurz notieren. Mensch, scheiß Flieger. Montags bis Mittwochs, Hashtag Pennysleeve statt Blatt. Montags bis Mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Theoretisch könnte man auch einen Frühstückstream von 12 bis halb 2 machen oder sowas, wo man wirklich sagt, wir gehen in 1-2 Displays rein oder sowas. Oder wir haben jetzt 10 Mystery-Boxen nur oder sowas. Einen kleinen Mini-Stream. Nur eine Stunde oder so. Also montags bis mittwochs 17 bis 19 Uhr. Und wenn ich dann nach Hause komme, kann man von 21 bis 23 Uhr oder sowas machen. Sowas können wir machen. Und 4 bis 6 ist schlecht. Also 4 bis 6 ist nicht so gut. Von... Also... Donnerstags und Freitags, so wie heute, kann man nur machen von 17.30 Uhr, das ist die beste, also 17.30 Uhr ist die beste Uhrzeit, bis 20 Uhr kann man machen ungefähr. Samstags kann ich nur abends, samstags kann ich nicht mittags, da ist zu viel los im Laden. Samstags kann ich so von 6
bis 8 oder ich fahre nach Hause und kann von 8 bis Mitternacht oder so, ist scheißegal. Und sonntags halt abends, Open End, das ist kein Problem. Samstags kann man von 5 Uhr bis 10, 12 Uhr machen, wie man will. Also wir kriegen auch genug Streams untergejubelt, das ist gar keine Frage. So, oh, ich hab noch ein paar gute Karten gefunden. Das ist eine sehr schöne Karte. Skellokrok EX aus Paldea Evolved. Einfach eine kleine Altart ballern nochmal hier zum Schluss. Machen noch ein paar Minuten, machen wir noch. Let's go, das ist die 120. Die dürfte auch über 10 Euro kosten. Vielleicht sogar 20, ich weiß es nicht. 4 Euro, bitte nicht. Wo ist Bagel Sweet? Der wollte die unbedingt haben. Ich habe ihn nicht gegeben. Oh. Ansko darf nicht oben stehen, das tötet mich. Ansko immer noch oben. Das ist illegal. Wenn Ansko immer noch oben, kann man einmal Ansko um 1 Euro nur überbieten? Habe ich noch Leo tatsächlich, ja. Hau raus, Ansko. How much is the fish? Ab 14.20 Uhr. Dann gib mir nicht mehr. Können wir gleich machen. Glumandarius Evelinius Stamps. Beste Flauschkarte der Welt. Also ich finde es, glaube ich, wesentlich sinnvoller, an mehrere Uhrzeiten dafür kürzere Streams, weil eigentlich bin ich ja der Mensch, ich mache so den Stream an, ich mache ihn nicht mehr aus, bis wir wirklich Magenkrämpfe bekommen. Das ist eigentlich, das bin ich eigentlich. Glückwunsch. Aber es macht natürlich wesentlich mehr Sinn, ja, bis zum Tod, das ist eigentlich mein Leben, ne? Obsidianflammen, ist das, der sieht geisteskrank aus, lol, wie cool er einfach aussieht. Eigentlich will ich immer 24 Stunden Stream machen und bis ich tot umfalle eigentlich. Aber es macht natürlich auch wegen der Familie mehr Sinn, lieber 2 Stunden, 1,5 Stunden, mal 3 Stunden, mal 4 Stunden, aber immer so kleine Streams. Und ich kann mir vorstellen, dass das Kurzweilige auch besser ist. Also, dass es sich finanziell besser darstellt und halt mehr Sinn macht einfach. Ich glaube, dass es wirklich viel mehr Sinn macht. So. Ja, meine Frau will schon die ganze Zeit unbedingt mal streamen. Dann gehen wir nochmal rein in schönes Glurak. Meine Frau will unbedingt mal einen Stream übernehmen. Vielleicht machen wir Sonntag mal mit Frau. Dann soll die mal ein bisschen Lorcaner-Booster öffnen oder sowas. Aber dann pendelt sich mein... Verzeihung. Dann pendelt sich mein Leben langsam mal sinnvoll ein, dass ich auch ein bisschen mehr Zeit habe und so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dann haben wir nochmal aus Paldea Fates das Glurak. Meine Frau malt nicht die Wände an, sondern die ist dabei, Bilder zu malen auf Leinwand, die wir dann aufhängen. Ist wesentlich besser. Wie zu YouTube-Zeiten Bestellungen dann raussuchen, Anfälle bekommen. Legendär. Da hängen schon 2, 3 Bilder, aber wir wollen halt wirklich den ganzen Laden vollhängen. Ja, auf die Wand malen ist Katastrophe. Sharons Obhut auf Deutsch. Legendäre Karte. Cooler Typ. Valandis wollte morgen zum ersten Mal zu mir in den Laden kommen. Und er wollte vielleicht sogar mitstreamen, einfach auf süß. Aber weiß nicht, ob das was wird. So, das ist die 125. Jirashi strahlend, Hefel, Kruff, Raichu, Panflam, 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 Magbrand. Alle auf einmal rein in den Speckmantel. Also was halt mega cool bei Whatnot wird, das muss man einfach sagen, das wird immer Highlight sein, egal wann. Weil wir haben natürlich die beste Community, das muss man sagen. Also 3 Euro habe ich mir dafür schon vorgestellt. Weil wir die beste Community haben, ist einfach so, weil wir lieben alle TCGs. Die meisten Communities sind so aufgebaut, dass sie nur ein TCG feiern, meistens so Pokémon einfach nur. Und da kommt ja nur alle paar Wochen was, alle paar Monate was raus. Und wenn die dann One Piece machen und so, ist das meistens so lost, weil die halt gar nicht so in dem Thema drin sind und wir sind halt überall drin. Und das Coole sind halt, dass
was immer am besten auf dem Kanal sein wird, ist immer, wenn neue Sets rauskommen. Weil dann können wir wirklich schön ballern. Wir gehen nochmal rein in das Glurak hier auf Süß, auf Deutsch. So. Ach, die kleinen V-Karten habe ich gar keinen Bock drauf. So, Baby. 1, 2, 6. So, mal gucken. Ich habe hier noch ein paar Booster, da können wir mal reingehen. Drei englische Dimension Force Booster. Machen wir noch ein paar Booster und dann machen wir gleich aus. Das haltet ihr davon. Bin aktuell Yugi und Dragon Ball One Piece, finde ich aktuell sehr uninteressant. Und Pokémon erst recht, wenn man gottlos beschissen zieht. Ja, ist auch okay, aber manchmal macht Pokémon echt Spaß. One Piece, findest du uninteressant? Warum? Boah, 1 Euro für 3 Booster. Ich packe die Booster ganz schnell wieder weg, würde ich sagen. Einfach 10 Euro wert, tot. Aber war auch übelst random einfach, ne? Lieber keine Booster mehr. Lieber keine Packs mehr, Mann. Für 1 Euro nochmal schön Minus schieben am Ende. Was kann ich euch denn noch Cooles anbieten? Ich guck mal ganz kurz, was hier noch rumliegt. Ich habe noch ein dunkles Chilinare, da können wir kurz reingehen. Einfach mal schön Evolis, Celebrations. So. Ich habe noch 5 Dragon Ball Booster, die wollte Leo noch haben, dann können wir ausmachen. Sorry, ich bin an die Kamera gekommen. Das ist die Nummer 127. Dann gehen wir mal rein in 3 Dragon Ball Booster. Eins kostet so 7 Euro. Die Displays kosten, glaube ich, fast 200 Euro. Die sind geisteskrank teuer. Was ist denn Art Sleeves, Junge? Nee, danke. 116. Nee, 16. Oh. Aber wir machen es so. Wir machen ab jetzt in der Regel 2 Stunden Streams. Außer wenn wir ein cooles Set haben. Wenn Set Releases, werden die Streams immer länger sein, aber jetzt so ein regulärer Stream werden wir so 2 Stunden begrenzen. Ich glaube, das macht übel Sinn. 4 Euro pro Booster ist der Trümmerbruch. Okay, let's go. Aber es macht, es ist, oh, da ist was drin. Es ist natürlich aber auch so, wenn ich jetzt einfach mitten im Pokémon-Ding Dragon Ball raushole, ist ja klar. Aber es ist so, wie gesagt, Leute, das ist ein neues Ding hier mit Whatnot. Man muss erstmal alles rausfinden, was gut ist und was nicht. Wir machen das jetzt über einen Monat. Wir haben schon viel rausgefunden. Aber es ist natürlich auch sehr, es war ja für euch auch alle neu. Und da waren alle natürlich noch heiß, als es neu war. Und jetzt, wo es dann ein bisschen sich normalisiert hat, ist klar, dass die Leute nicht mehr unendlich viel kaufen und reingehen können und so. Und spätestens nach den Abrechnungen der Kreditkarte vom letzten Monat ist ja klar, dass die Leute dann langsam merken, uff, viel Geld ausgegeben und dann halten sie sich am nächsten Monat zurück. Ist normal, wir müssen das weiter austesten, weil ich sehe immer noch sehr viel Potenzial in Whatnot, bin ich ehrlich. Also, es gibt halt viele coole Sachen, die man machen kann. Wie wollen wir das regeln mit der Bestellung? Würde diesmal auch ein paar Einzelkarten nehmen für das verloren gegangen, ne? Ist kein Problem, Ansko. Wenn du eine Idee hast, schreib mir das einfach oder sag mir im Stream, was du haben willst, dann packe ich dir das noch ein auf Süß. So, das war die 16. Komm, wir machen noch die letzten 2 Packs für Leo und dann machen wir Ende. Haben wir 2 Stunden, 10 Minuten gestreamt. Bisschen gegönnt. War doch okay, würde ich sagen. Und Karten waren auch cool, die wir heute hatten. Waren ein paar Banger bei. Ich guck mal, ob ich nächstes Mal wieder ein bisschen was Vintage finde. Boah, Bagel Street, du schöner Flausch. Ah, 3 Euro pro Pack, wird immer besser. Nice. Mm, nice. So nice. So. Ich habe das Studio richtig gut mit Bagel Street aufgeräumt. Sieht wirklich legit aus. Muss man wirklich sagen, es ist richtig sauber geworden. Und mit richtig sauber meine ich, dass es jetzt besser ist als vorher. So, Leo, let's go.
Ach, Leader-Pack, brauchen wir gar nicht reingucken. Letzte Pack des Tages und wir gönnen uns den Godrare. Ich glaube, die kostet ein paar Euro trotzdem. Ich habe einen Kaffee im Studio vergessen, den habe ich nicht gesehen. Der stand da ganz hinten. Da war so ein Schimmelkloß drin, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was geht eigentlich für Anime ab? Die Tüten ja einen nach dem anderen ohne zu zucken. Was? Legendär Bagel Street. Legendär. So, meine lieben Matrosen. Dann würde ich sagen, wär's das für heute. Mit dem schönen, war ein angenehmer Stream. Meine Augen waren nicht so angenehm. Aber insgesamt würde ich sagen, war doch gut. Und dann sehen wir uns, was ist heute? Also morgen werden wir, wenn dann Abendstream, entweder von 6 bis 8 oder ganz spät abends. Alles gut, ist nicht so schlimm, das wird dann einfach storniert. Streambar, ey, wir haben eigentlich, fand ich die Karten nicht schlecht, die wir hatten. Wir hatten Baby-Shinies, wir hatten normale X-Sachen, Kristall-Sachen. Paar Banger waren dabei, paar 20-Euro-Karten. Schlecht waren die Einzelkarten heute nicht. War okay. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Entweder, wie gesagt, 6 bis 8 oder ganz spät. So halb 11 bis 12 oder sowas. So ganz blöde Uhrzeit. Aber egal. TV Nitzo mit 1 Euro für 3 Packs, du kleiner Sack. Spaß, ich gönne dir natürlich. Ehrenmann. Ist auch kein Problem, Leute. Die Dimension Force, ich sag's dir, wie es ist. Die Dimension Force Packs, die habe ich so lange, die habe ich gefunden in dem Regal, wo ich die Sachen eingelagert habe, von meinem ersten Laden. Als ich vom ersten Laden ausgezogen bin nach Gladbach, habe ich ein paar Sachen, die übrig geblieben sind, in den Keller gepackt, in die hinterste Schublade. Und das waren die Dimension Force Packs. Ich habe noch 300, 400 Stück davon. Gönn dir die 3 Packs mal lieber. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen. Ciao, Leute.